Der ist noch nicht da. Waller auch nicht. Also man könnte sagen, die beiden sind noch nicht da. Aber der Hamburger bleibt drin, der ist gut. Ja, stimmt. Schiluminium, du hast vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. Burger. Ich könnte auch mal einmal ins Discord gehen und gucken, ob sich Dennis da gemeldet hat. Dann ist hier kurz. Skill Arena kommt live heute, ja. Das ist richtig. Das stimmt. Jacob, Kuro, Matthias und John sind nicht Skill Arena OGs. Die Pre-Show gebührt Dennis, Walle und mir. Aber ich hätte sie natürlich gerne eingeladen. Ja. Die Per-Show, ja. Die Preise sind gut verdaulich, wenn die Burger schmecken. Ja, ist richtig. So, nächste Runde. Einmal Pommes mit Mayo-Ketchup und einmal mit Ketchup. Ich guck mal ganz kurz ins Discord, ob Dennis sich gemeldet hat, weil er noch nicht da ist. Ja, im Moment bitte. Komm doch hier hin. Komm doch hier rüber. Och, kannst du auch was zu den Burgerpreisen sagen? Wie die Burgerpreise, wie die Burgerpreise sind. Jo, das killt den Stream. Ja, ich habe kurz in Discord geguckt. Jetzt welcome back. Ja, 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 ja. Hier, sag hallo. Ja, das hier. Und hier, irgendwas hier, guck mal, siehst du das hier? Ja. Da wieder gern. Das ist schon mal ein Cheeseburger-Hamburger. Nee, ich meine, alle, das da. Oh, man denkt, das ist Dreck. Das ist der Sensor. Nee, auch nicht. Das ist der Sensor, der kommt da. Ich geh noch näher ran. Das da. Echt, ist der Sensor? Ja, das ist kaputt. Da habe ich mal mit dem Laser reingelasert. Liebt nicht jeder so Laser, so wie du. Nicht so. Guck mal, ja, ich seh den Cheeseburger. Nee, komm, mach mal Kopf ein bisschen noch da. Da? Da. Das ist Olli, der Chef hier. Oder? Ich habe einen Finger im Auge gehabt. Das buffert gerade etwas. Das buffert jetzt? Warum ist denn jetzt die Qualität? Ist jetzt die Qualität wieder schlecht? Nö, jetzt haben wir auf 1000. So, hier ist alles mega. Hallo, Gemüchen im Netz. Ja, Dennis ist gleich da, weil er ist auch drin. Weißt du schon, was du isst? Das kannst du ja schon machen. Hey, ich wollte die Karte eigentlich, muss ich euch nochmal vorstellen, Leute. Ja. Also wir haben ganz normale Imbiss-Qualitätsware, wie zum Beispiel Pommes oder Currywurst. Wir haben drei, wir haben vier Currywürste. Vier. Ja, wie viele verschiedene Schnitzelsorten es gibt. Zubereiten. Auch drei. Nimmt man im Imbiss Schnitzel? Auch geil, ne? Ich denke, hier schmeckt alles, sage ich ganz ehrlich. Ich war hier aber auch tatsächlich noch nie. Also eigentlich hätte ich auch Bock auf Currywurst, Pommes, Gurkensalat. Stimmt. Ich werde vielleicht den Veggie Burger probieren, damit ihr das nicht machen müsst. Wissen wir raus. Praise Bella. Am liebsten hätte ich tatsächlich ein halbes Hähnchen. Aber nimm doch! Bin. Hier das Hähnchen juckt tatsächlich. Ich entscheide das nicht. Wen stört es jetzt gerade im Imbiss? Dann bist du auf mich? Ja, das Hähnchen juckt. Und wer weiß dann, wie der Veggie-Burger schmeckt? Auch niemand. Ich bin Freund von nicht so viel Fleisch. Es gibt schon nur Pizza, ja, hast recht. Aber heute muss man die Pizza ja mit mehr Leuten teilen. Nicht so viel essen. Wir stellen eine größere heute auf jeden Fall, ne? Glaubt ihr wirklich, dass wir gewinnen? Glaubt ihr wirklich, dass das Team OG Gaming und Gewalt gewinnen wird? Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir müssen jetzt aufschreiben, was wir essen. Pommes, sonst kriegt Walle einfach was. Ja. Wie viel Zeit haben wir hier? Also ich würde sagen, ab jetzt, sag ich in mal, einer Dreiviertelstunde hier wieder los müssen. In einer Dreiviertelstunde müssen wir los. Es geht schon. Es geht schon, ja. Ich glaube, es geht schnell. Freue mich schon auf. Und die haben aber auch nur bis 8 auf. Hier, Jacob hat dir deine Entscheidung abgenommen. Hähnchen. Jacob schreibt, Hähnchen größer Veggie Burger. Also, damit ist entschieden. Ist auf jeden Fall so. Also, Rehm ist ja kein Wunschkonzert. Okay, Jacob, ich. Ja. Jetzt steht 1:1. Einmal du und einmal ich. Das ist Dennis. Das ist Dennis, sehr schön. Dennis, grüß dich. Hey. Schön zu sehen. Ja,
Hier, ich habe den Stream schon gestartet. Kannst du schon mal Hallo sagen? Hier sitze ich. Hier, Leute, Dennis ist schon da. Schon. Aber es ist nicht der Letzte. Dennis, bin ich? Du bist nicht der Letzte. Hier ist Dennis. Hier. Hallo. Mit einer total geilen Perspektive. Die Perspektive gefällt mir, ey. Okay. Die ist bedrohlich. Oh, wow. Und da ist der Koch. War er noch nicht da? Natürlich nicht. Hier setz dich doch hier. Ihr könnt ja schon mal überlegen, was man isst. Ein Dätsel mit Mayo, bitte. Sagt der Chef. Wir können es auch hier hin tun, dann haben wir gar niemanden drauf, falls du noch nicht spät. Ja. Sieht er gerade nicht? Ja. Und dann kann Walle sich noch da rüber wechseln. Warte, dann mache ich aber hier. Weitwinkel, da musst du jetzt mal das einstellen. Ja. Und Weitwinkel pausen. So. So, perfekt, richtig schief. Kann ich den Tisch schon servieren? Nee. Nee, aber hier ist nichts los. Hier ist das Internet besser als du. Ja, in der Ecke, was wir saßen, kein Netz. Ja. Wenn die Gentoo-Leute noch hier wären, es wahrscheinlich. Ja. Aber das sind keine OGs, habe ich gedacht. Habt ihr was? Sind keine OGs, sind nicht die Originals. Ja, nee, Essen. Ey, das hast du ja zwei bestellt. Essen hast du erfunden. Ja, hast du schon entschieden, dass er ist? Voll. Nee, tatsächlich, keine Ahnung. Ja, Auswahl ist nicht so groß. Klassiker. Ja, ne? Turbo Pommes? Ja, ich habe mal Seelachsfilet gegessen hier, das war okay. Ja, du warst auch okay. Ja. Turbo Pommes. Ich habe deine Gurken gelacht. Aber kurze Frage. 14? Was, ja? Ja, hier, die haben nur Startzahlung. Ich habe ein bisschen Bargeld dabei. Hast du zu Not was, was du leihen kannst? Was du dir direkt Paper und Karte? Dann, ich glaube 55 haben wir ja, jetzt 55 bar. Haben wir jetzt schon. Ja, ich habe 55 dabei. Was ist los, Bernd? Gibt es keine Kasse mehr, oder? Doch, nur ich bin ja ab morgen mit meinem letzten Arbeitstag. Deswegen, ja, sind die schon alles abgenommen, und dann dachte ich mir, ist ja Quatsch, wenn ich das Geld auslege. Wusst ihr das, Chat? Irgendwie, wenn ich zurückkriege. Okay. Wusst ihr, dass Bella geht? Ja, hab ich gehört. Wo ist Walle? In Munkas. Ja, wo ist Walle? Aber wir müssen jetzt bestellen. Was nimmt es denn wohl? Ja, wir können dann so schon mal. Ich, das ist Walle. So, dann könnt ihr da hin und ich muss an der Schulter. Ich schwanke zwischen Veggie Burger, damit es mal probiert hat, oder einem Hörnchen. Nimm her, dann nimm das Hörnchen, wirklich. Das ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich probiere. Ich schwanke zwischen Kürbis Pommes oder einem Schnitzel. Yes. Er macht dann, ja, Skill Arena wird, ich hoffe, sie läuft weiter. Sich alle ein bisschen zusammenreißen, dann klappt das schon. Also ohne dich werden wir uns niemals mehr wiedersehen. Das ist so voll klar. Ich komme dafür auch gerne wieder vorbei. Kleine Kampfwurst, Pommes, Jägerschnitzel ist auch geil, ne? Das ist das mit der Paprikasauce, ne? Ne, Jägerschampignon. Paprikasauce, ja. Ja. Paprika ist das mit Jäger und Jäger ist das mit Paprika. Ja, steht Paprika, das steht ja noch. Paprika steht. Jäger ist. Paprika speziell. Nein, gleich noch mit Pomona essen. Alles, was ich gesagt habe. Also, Dennis, bitte, Dennis. Bitte, ich hab schon mal geschrieben, es soll nicht so viel essen, es gibt ja noch Pizza. Ja, wenn wir gewinnen, ja. Ja, ist auch ganz schön. Brownie. Ja, ist ja, also ultra Brownie. Mass Production Type, Alter, geil. Was? Mass Production Type, ist geil. Ja, das ist hier von diesem, was ist von den Robotern von den asiatischen. Mac, ja, ähnlich. Ja, das ist ja. Gary Van glaube ich. Ach, die? Ja. Oder? Ist das das? Das ist ein komplett anderes. Einer von den Zuschauern. Das ist ein komplett anderes. Ja, lass uns doch für Walle was mitbestellen. Ja, ist ja, ich kann auch Walle kurz anrufen. Ja. Und mal fragen, ob er schon was. Ich glaube, weil jetzt müssen wir halt echt bestellen. Das wird halt wieder voll. Ne? Okay. Hier auch noch mal kurz rein. Kein Problem. Du, ich halte die Stellung. Kein Problem. Ja, hat sich schon angemacht, ey. Mussten wir. Okay. Ist ja. Es liegt ja nicht alles immer an meiner Entscheidung. Okay. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Mama mitzahlen oder? Ja. Ich kann jetzt hier vorstellen.
Walle isst seit dreiviertel Jahr gar kein Fleisch mehr. Ja. Das heißt, ich kann den Veggie-Burger probieren. Ja, mega. Dann lass es bestellen. Ja, ich schaue auch noch. Ja, schau. Dann lass es bestellen. Aber ja, ich überlege, was dazu nehmen. Ich glaube auch einen Gurkensalat oder irgendwas. Kann ich schon bestellen? Nee. Ist das die Schlange? Hätte ja sein können. Schlangen müssen eingehalten werden. Schlangen müssen eingehalten werden. Sind schon mal? Ja. Ja, ich nehme tatsächlich den Veggie-Burger. Ja. Pommes. Mayo kann ich Pommes ja hier. Genau. Du könntest einfach über einen Zettel oder so das aufschreiben. Zettel und einen Stift. Über ein bisschen Sushi ist das doch auch. Magst du das fragen? Kennst du das? Ja, vom Hallo sagen. Aber ich kann. Nee, ihr könnt auch ein bisschen Unterhaltung. Ja, das ist ja, ein bisschen Unterhaltung. Ja. Ich gucke mir das Bild an. Ja. Ah ja, das sieht ja viel Platz. Sieht ja gut aus. Hallo, Valentin Herbe, einer der ganz Großen unserer Zunft. Hi, schön dich zu sehen, der mittlerweile am Appetit-Channel. Ja, du bist Ballesquatsch. Ja, genau. Ich bin großer Fan von Ballesquatsch. Ja, wirklich, der eine Stream im Jahr, der holt dich ab. Also, ich habe nicht mehr Zeit. Ich bin Fan von Streamen, wenn die einmal im Jahr streamen. Ja, das ist ganz geil. Das kann man dann auch einrichten. Ich sag dir Monate im Voraus, dann wirst du Bescheid. Da verpenne ich. Was streamst du so? Was habe ich denn zuletzt gestreamt? Boah, das ist glaube ich wirklich ein Jahr. Was streamst du so? Trackmania und Just Chatting. Komm, komm. Ja. Hey. Bist du jetzt drin im Bild? Ist Dennis jetzt drin? Keine Ahnung. Ein bisschen Orange kannst du noch. Ein bisschen Orange kannst du noch. Also du bist so drin. Bis hier? Ja, und der Bauch. Aber du hast ja auch logisches Denken. Also, du weißt ja wahrscheinlich, wenn du jetzt quer zur Kamera sitzt. Das möchte ich ja gar nicht vor der Kamera sitzen. Das kann ich auch verstehen. Das will man nicht immer. Kann ich auch verstehen, sag ich dir ganz ehrlich. Aber du bist ja hier unser Dennis. Okay, ich guck mal rein. Hi. Und vielleicht sind ja auch deine Zuschauer dabei. Du weißt das schon. Ja. Ja, das weiß man ja nicht. War die hier schon mal? Nee, noch nie. Vor 16 Jahren. 16 Jahre? So, circa, ja. Hä, wieso? Auch wegen Ditsche. Okay, ja. Das ist schon vor 16 Jahren. Ja, das ist uralt, ja. Aber ich bin hier wegen Pommes. Ja, also ich jetzt auch, klar. Aber damals war ich tatsächlich, habe ich noch in Köln gewohnt. Und aber eine verwandte Person, die wohnte hier. Und dann waren wir hier die Besuch ein paar Tage und so. Und dann haben wir alle gesagt, ah, wir hören so gerne Ditsche als Familie auch. Lass doch mal hier. Ihr hört das? Ja. Ihr kein Fernsehen? Nee, das gab es aber als Podcast. Wir haben das viel bei Autofahrten und so einfach die ganzen Folgen durchgehört. Also klar kannst du auch im DDR, glaube ich, Leute. Ich glaube, der war letztens im Stadtpark mit Helga Schneider. Ja, das klar, die passt ja auch nicht zusammen. Ja, das ist geil. Aber mein Geburtstag war ja da. Ja? Das war so geil. Ja, ich fand es cool. Dankeschön. Ja, stimmt. Ja, euch auch. Wir haben uns schon ein Jahr nicht mehr gesehen, glaube ich. Sag jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir Skill-Arena haben. Ja, das stimmt. Ey, Dennis, wir haben auch beschissene Skill-Arena ohne dich gehabt. Sag ich dir ganz ehrlich. Es war keine echte Skill-Arena. Wir waren auf der Gamescom. Wir mussten da Programm machen. Und dann haben wir einfach den guten Namen Skill-Arena richtig in den Dreck gezogen. Ja, was hast du gemacht? Das war schon unangenehm. Ja.
Also ja. Wir hatten ja auch Live-Bestrafungen. Ja. Ich musste zum Beispiel einmal, was waren das, Fips Asmussen-Witze, auf Kölsch präsentieren. Ja. Das kriegt man zwar so gerade gefaked, aber ich kann es ja nicht, das ist super gut. Und damit wird es echt peinlich, vor so einer Crowd auf Kölsch wirklich zweifelhafte Gags über Frauen zum Besten zu geben. Das war, also das war eine der härtesten Bestrafungen, die ich jemals hatte. Bitte? Was habt ihr gespielt? Wir haben einmal... Goat Simulator? Goat Simulator. Also die Spiele, die wir schon hatten. Also wir haben gegen Leute aus der Community gekocht. Genau, ne? Ja. Also sonst hätte du was da gefehlt. Goat Simulator, dann hatten wir noch... Was war das? Oblivion. Und hier, Mudrunner. Snowrunner. Okay. Genau. Ja, war ganz cool, aber man hätte es nicht Skill Arena nennen sollen. Man hätte es lieber Erniedrigung von anderen nennen. Ja, cringe, die große ja, Cringe. Schon der ja, der Gamescom sonst generell so. Besser als also, nee, also die Gamescom wird eigentlich immer schlechter. Aus der Sicht von, wenn du Videospiele liebst, weißt du ja selber. Also Videospiele sind zwar da, aber ich habe das Gefühl, das ist mehr so der Salat des Schnitzels. Ja, aber wenn du TikTok liebst. Genau. Ja. Wenn du auf Influencer stehst oder auf YouTube-Kultur oder Bock hast, richtig geile Energy Drinks abzufeiern, dann bist du da schon richtig gut aufgehoben. Ja, ja. Stimmt. Habe ich auch gehört, dass das eine Kritik irgendwie auf Social Media Leute und so. Aber auch für dich oder für uns war das natürlich wieder cool, viele Leute zu sehen. Also, ich kann mich jetzt angucken, das ist ja auch geil, aber ganz würde ich, glaube ich, enttäuscht sein. Ja, ja, also, vor allem, wenn du vielleicht 4 Stunden darauf wartest, dass du irgendwas anschaust. Darf ich noch einmal kurz wiederholen? Ja. Megaschnitzel. Paprikaschnitzel. 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 Veggie Burger. Ja. Alles dran, Pommes. Ja. Und trinken, ich würde Cola. Genau, zu trinken. Sollen wir die schon mal rausnehmen? Die trinke ich auch nicht. Ja, ist gut. Oh. No Sugar oder normal? Extra Sugar, bitte. Nee, Coca-Cola. Ihr trinkt was Unalkoholisches? Nee, du nicht. Weil wir als Team funktionieren. Ey, aber Zero, bitte. Coca-Cola oder Fritz-Cola? Coca-Cola. Ich nehme was Lokales. Lokale Cola. Und du? Jeva Zero. Nee, also irgendein... Schönes Bier. Gib dir mal ein Bier. Nee, das ist mir zu viel Fun. Die Skill Arena ist hart. Ja. Ich brauche irgendwas. Karamals, Malzbier, Vita-Malz. Oh, das wird lange nicht mehr getrunken. Ich nehme Vita-Malz. Das ist geil. Das ist echt geil. Das ist wirklich geil. Aber es gar kein Alkohol. Nee, das stimmt. Das ist bisschen enttäuschend. Aber ich muss ja auch fit bleiben, weil die Leute draußen wissen vielleicht noch gar nichts. Wir haben ja wieder eine besondere Skill Arena. Ey, das heute wird es wirklich Dankeschön. Das lieb. Aber ich würde es ja auch nie hören. Dennis, weißt du eigentlich, dass ein Zuschauer aus dem einen Rap, den wir gemacht haben, also weil es der geilste Rap, dass jemand da einen Beat drunter gelegt hat und das ziemlich gut abgemixt hat? Ja, das habe ich irgendwie gesehen. Ja, das war, ja, das war schon länger her. Das war ganz fantastisch. Die Sendeleitung im Sinne, also Michael Reinke hinstellt. Ja. Und Obi wollte ich eine Tofu oder frische Brot? Frisch. Frische. Lecker. Und wolltest du noch Brot? Gerne. Michael Reinke ist Nein, Michael Reinke ist einfach Games-Redaktionschef. Aber ich, nach außen möchte ich Michael. Ja, Pommes. Nein, er ist einfach nur Games-Redakteur-Chef. Überall Salat dabei. Oh ja, was wollt ihr für einen Salat? Einmal Gurke ja. Und. Ja, irgendein Salat. Ohne? Einmal Gurke. Und so. Nee, gibt's keinen Salat dazu. Nee, das ist ein Veggie-Burger. Ja, da ist schon Salat drauf, stimmt. Auf jeden Fall wünscht er sich ein Musikvideo dazu. Das werden wir noch drehen. Ah ja. Okay. War das mit Angerlicht für Hof oder schon wieder vergessen? Bitte? Angerlicht für Hof oder Frische? Frische gerne. Aber. Und das Hähnchen alles drauf. Nee, mit Salat in der Gurken. Ja, ja, genau. Gehen wir nochmal ins Green. Ja, da legen wir eh halt. Also die Sendung findet ja halt statt. Ja, wir haben ja Gäste. Genau, das wollte ich nämlich den Zuschauern noch kurz vermitteln. Wir spielen ja heute als Team zum ersten Mal gegen andere. Das ist geil, das ist geil. Und wir mussten nichts vorbereiten. Außer ich muss noch vorbereiten. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, das ist sehr gut, dass immer gefragt wird. So, wir sind schon mal die Salate. Lecker. Oh, das ist geil. Leute, schaut mal. Das ist richtig oldschool, ey. So liebe ich das. Das ist wirklich toll. Das ist die Imbiss-Erfahrung. Oh, auch geil. Ja, ihr habt den gerade Gurkensalat leer gemacht. Ach, Lena. Sehr gut. Geil.
Ja, und unser Gegner, so ein Kubo. Du hast noch was am Finger, das kann das nicht. Das schmiert dir gleich in deine schwarze Klammer. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr sehen. Kubo Matthias und natürlich John. John, genau, ja. Und vor wem wir Angst haben müssen, ist natürlich Matthias. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Einzige, der kein ADHS hat. Das ist ein OG-Skiller. Weil du hast auch kein ADHS, aber wir alle anderen schon. Ja. Und ich glaube, Kubo ist generell zu lieb gewesen. Matthias, Kubo und? John. John, ja. Sina. John? Ja, genau. Ja. Ist der neue bei der Tour, also auch schon nicht mehr so neu. Okay. Hat das schon Bike-Träge gemacht? Haben sie ja nichts reingestellt, so ein E-Sportler. Ja, schon, nur um es fertig zu machen. Entschuldigung. Der muss auch dann morgen wieder gehen. Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Das ist wirklich, glaube ich, krass, ja. 3 gegen 3. Und ja, die sollen einfach mal mitperformen in dem Greenscreen-Rap-Video als Background-TänzerInnen. Vielleicht können die twerken. Zum Beispiel. Nur 3 zu 4? Genau, ja, ich habe kein Fleisch. Jetzt kannst du auch bei mir mit rein. Ich will nur es ist so, Leute, die kein Fleisch essen, die werden bestraft. Ja, das sind die dann weniger wert. Die sind immer erniedrigt. Im Leben sowieso. Aber, Im Leben sowieso. Ach, das war der ist richtig gut, ist der Veggie-Burger. Ärgere ich mich. Ich mich auch. Ich möchte noch mal, ich finde das ja geil. Man sollte Fleisch. Ich habe mich von. Eigentlich judge niemanden. Jeder Jeremy, soll das machen, wie er Bock hat. Wer hat mich überredet? Jeremy Fragrance? Ja, ich habe mich im Chat überredet. Jacob. Jacob hat mich überredet. Alter, da ich brauche ja mal einen Chat. Das ist ja Hammer. Was geht bei dir, Dennis? Was zockst du zur Zeit so? Tarkov, immer Tarkov, immer weiter Tarkov. Das ist gut. Das beste Spiel der Welt. Das wird auch nicht langweilig, weil sie quasi genügend adden oder einfach nur weil die Wipes. Das ist immer Trendspiel eigentlich, aber ja. Kanntest du es zu einer Zeit, da gab es die neue Map noch nicht. Die neue Map, Alter. Das gibt es zunächst noch zweites Mal. Das ist die kannteste Map. Das ist die Runde, nennt sich Streets. Und das ist in der Stadt drin. Das ist jetzt immer rausgewiesen und so weiter, aber Streets ist dann so eine große Straße. Und dann sind zwei, die dich schneiden, und das sind dann quasi so 6 Häuserblocks. Und so richtig große. Und du kannst im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen, wo dann irgendwie das dann so ein Fenster beleuchtet, stimmt, und du kannst dann eine Tür rein. Du kannst fast alles. Also natürlich alles. Ja. Du kannst so viel mehr als du erwartest. Und das ist so komplex und auch ja, in die Höhe und so. Und kannst von oben runter und kannst auch unten. Das ist so eine riesige, unglaublich komplexe. Ich habe ja Wochen gebraucht, bis ich mich weil die so riesig sind. Und macht super. Bestimmt aber auch ganz andere Meter, ne? Weil dann hast du ja viel weniger Busch-Camps. Normalerweise hast du so deine 3 Lanes, gehst irgendwie da und du überlegst dir immer, da weißt du gar nicht. Da kannst du das so viele Wege. Das ist ja geil. Das ist mega. Das ist ein Video, Spielmap seit langem. Ja, das erinnert mich von der Beschreibung, sondern so ganz alte Battlefield 2 Maps oder so, die auch echt viel in der Stadt hatten. Aber da hast du recht, da war eben nicht alles begehbar an den Häusern und so. Und das ist schon da aber eine spannende Experience gewesen. Ja, vor allem gehst du in die Häuser, hast du viele Teile. Du gehst dann immer nachts rein, das kennen wir, dann ist es ruhiger. Mhm. Ja, beide. Sehr gerne, ja. Bei beiden? Ja. Ja, ich glaube bei allen, oder? Ja. Oh, geil, guck mal. Oh, das sieht gut aus. Uiuiui, Leute, das ist ja der Hammer. Guck mal, das da. Mhm. Bist du hier eigentlich im WLAN? Oh, nee, hast du hier ein Netz? Nur da. Ah, interessant, ich krieg keinen Kit rein hier. Nur auf dem kleinen Bocker. Ja, witzig. Freuen Sie, dass du einen Tarkov spielst. Tarkov, ey, das hast du aber auch ein Spiel für dich gefunden. Ich weiß noch am Anfang, als du sagtest, als du noch nicht etablierter Tarkov-Spieler, was sagst du? Ey, das ist ein neues Spiel, Tarkov. Das Sounddesign dabei, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, hast du doch nicht. Das gibt halt, das ist wie damals, als Dark Souls neu war. Also, dass er irgendwie dieses ganze Genre neu gegründet hatte und das also halt nicht emotional, aber total nervig mitgenommen hat. Du warst die ganze Zeit auf 180, du bist permanent irgendwie auf Adrenalin und das geht auch nicht runter oder sowas, sondern ich spiele das ja jetzt schon länger. Mega, ey. Und bei Dark Souls war es irgendwann, okay, ich habe den Boss jetzt 5-mal gelegt. So, jetzt weiß ich, wie es läuft, aber bei dem Spiel ist die ganze Zeit. Oh, das war ein schönes Messer. Haben Sie irgendwann dieses Audio-Ding gefixt? Es gab eigentlich mal früher das 3D-Audio. Ja, das Audio hat immer noch Probleme. Okay. Da meckern viele drum, aber da mache ich nicht mit. Das ist trotzdem manchmal, schon geil. Manchmal hörst du die Leute, du ärgerst dich, aber sonst ist der Sound der beste. Das geht. Okay, geil. Ja, das klingt sehr, sehr fett. Ja, ich muss auch mal wieder einsteigen. Es zocken immer noch viele, ne? Tarkov, das ist doch beliebt, ne? Es zocken viele gerade noch. Ja, ich würde sagen, mit jedem White wahrscheinlich beliebter, weil dann wieder Leute einsteigen können.
Ich finde, davon hängt es aber auch ein bisschen ab. Also ich merke immer, wenn Wife ist und ich habe aber gerade keine Zeit, ich schaue was anderes. Und dann sind aber schon 4 Wochen vergangen, dann denke ich auch mal, jetzt fängst du nicht an, sondern wartest lieber auf den nächsten oder so. Davon ja, ist schon mal wobei das dann nicht mit dir rechnen. Eigentlich ist, wenn du bei anfängst, als Anfänger kannst du vergessen, weil da sind ja die ganzen, da sind alle super also, Aber Fall. Da haben doch dann keine Leute irgendwie krasses Gier. Ja, das stimmt schon. Aber auch gegen schlechtes Gier als Anfänger hast du keine Chance, weil du diesen ganzen Anfänger verlierst. Ja, okay, später hast du viel mehr Ruhe. Das ist ja nur ein Hauptteil der Spieler, das geht mal rapide runter, habe ich das Gefühl. Kurve so. Also am Anfang zum Beispiel alle Leute wieder da und hype, was ist neu? Und das nach einer Woche merkst du so, da geht es langsam runter. Okay. Und die krassen Typen haben je nach 5 Tagen schon. Das ist schon wirklich. Keine Ahnung, wie das machen. Also nicht anfangen, kurz vor meinem Schlaf. Wahrscheinlich, ja. Ja, ehrlich gesagt ist das Beste. Das ja. Am Anfang hast du so, aber es hat keinen Spaß gemacht. Es hat keinen Spaß gemacht. Aber würdest du für dich sagen, dass du toxisch jetzt viel, bist du besser? Also, auf jeden Fall. Ich bin richtig gut geworden, teilweise. Ja, ich mache manchmal Aktionen, wo ich selber denke, what, was hast du das denn? Hast du das denn jetzt gemacht? Ja, glaube ich, das ist schön. Ja, ich gucke von vielen YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten, die es drauf haben. Geil. Und das ist aber mega dann. Ja, total, weil Gewinn macht Spaß. Und selbst auch das Verlieren hat früher Spaß. Gewinn macht so viel mehr Spaß als Verlieren. Das ist cool. Du musst halt erstmal, am Anfang hast du so viel Angst, dass du wie so versteinert bist. Du hörst was und dann so, bleibst du stehen. Dann hockst du und dann stirbst du halt, weil du denkst, du hältst einen Winkel, aber kannst vergessen, das wird nichts. Und das zu überwinden irgendwann, den Punkt zu kriegen, dass du sagst, okay, ich höre was, aber ich gehe da jetzt hin und überwindest deine Angst. Das ist mega gut. Und die, du hast auch das hier Snapmap, hast du Sketch, ne? Ja. Die sind überall. Hier ist das überall, ja. Okay. Die sind aber random platziert oder weißt du mittlerweile, wo die dann sind? Ja, die sind schon, die haben Spawns, ja. Okay. Aber da haben sie die KI so krass verbessert. Früher konntest du Bunk ganz gut erkennen an der Bewegung. Aber die haben so Tricks eingebaut, dass sie mittlerweile, dass sie das nachmachen, das echt nicht Spieler machen. Du weißt manchmal mittlerweile echt nicht so genau, was ist das? Oh, wie gut. Das ist richtig cool. Ja, das ist dann cool. So soll das eigentlich auch sein. Ja. Dankeschön. Die Lupen jetzt auch und so, ist ja voll abgefahren. Ey Leute, guten Appetit. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Appetit auf der Grillstation heute. Das Wolfsrudel ist hier. Mega. Achso, ich habe jetzt. Brauchst du eine Gabel? Wieder neue, das sind nämlich nur kleine, ne? Ja, ich bin so eine kleine. Für die Pommes. Finde ich ganz sweet. Cool, da haben wir alle. Ja, nur für vom Profi ganz kurz. Ich kann das sofort erkennen, dass es keine Bräuche. Nee, aber es ist geil. Ja, ist geil, trotzdem. Gut ist ein Burger durch. Wolfe kennt er. Wolfe kennt er mit dabei. Das ist ja mal wieder mal schlau. Schlau. Schlau, dass ich hier bin. Ich habe es mal rein angeguckt, weil ich ja schon mal gefragt hatte. Letztes Mal ging irgendwie nicht, ne? Da war ja so ein Hooligan-Treffen, glaube ich. Da wollten wir nicht. Das ist übrigens mein größter Traum. Mit Manchester United Hooligans Club. Einfach so ein Wochenende verbringen. Ja, eine fette Prügelei. Ja, einfach nur dabei sein. Ich will mich gar nicht, will nur einfach zugucken. Das lieben die bestimmt, nur so Schaulustige, die da stehen und anfeuern. Streamen. Oh ja, musst du streamen, dann stehen die richtig drauf. Da stehen die richtig drauf. Das erinnert mich so an die 7. Klasse, da gab es mal eine Schulhofprügelei. Und ich fand das, für mich war das wie so ein Wrestling-Event. Ich fand das mega geil. Es ging halt was ab in der Pause und ich stand so in erster Reihe und habe angefeuert. Und ja, da gab's Paul, geil und so. Und dann hat sich aber irgendwann der ganze Fokus der 2 Prügelnden auf mich konzentriert. Ich war damals. Wer ist dieser Vollidiot? Ja, wirklich, bevor ich 16 geworden bin, war ich immer der Allerkleinste. Da habe ich erst so einen Schuss gemacht. Und ich war 15, genau. Und dann haben die irgendwann gesagt, wer ist denn dieser kleine Laute, was willst du eigentlich? Beide sind gesammelt auf mich zugekommen. Wow. Aber ich hatte starke Freunde aus der Laucherecke. Ja. Und die haben mich dann zur Seite genommen und die haben das Beste gesagt, was du sagen kannst. Beachte den nicht, der ist ein bisschen dumm. Über dich? Ja, über mich, aber das hat mich gesaved, weil die dann so, ach so, nee, so, wenn der dumm ist, dann fragen wir den nicht. Und dann haben die sich wieder aufeinander konzentriert. Ich bin so haarscharf vorbeigeschlittert, einen aufs Maul zu kriegen. Sag dann noch Männer. Ja. Schlag doch keinen Dummen. Die mit Street Cred. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, aber ich kenne das halt gar nicht, so Schlägereien. Also für mich, als ich in so Situationen komme, wo man geschubst wurde, das ist ja noch nie passiert. Ey, letztes Mal schön mal Konfirmationsunterricht. Ja. Schon ein bisschen her. Wieso denn mein Konfirmation? Von Gott, ja. Ich hatte so eine Eingebung. Nee, weiß nicht, wurde angepöbelt.
Also ich schlage ja die Leute, aber wenn ich gehauen werde, musst du mich ja verteidigen. Ja, klar. Dann wurde mir gesagt, warte, du musst jetzt warten, mein Bruder kommt gleich. Dann habe ich direkt abgehauen. Dann sofort abgehauen. Der bleibt denn da? Sofort. Das ist der kleine Bruder. Julian, kann deinen Bruder aufpassen. Nein, das ist Quarkmus. Ich hab's schon mal erzählt. Denken Sie mal ab. Start, ne? Jeden Nachmittag, Deutsche gegen Russen, so hieß das immer. Jeden Nachmittag. Ach, das war wie ein Räuber, ja. Gendarm. Nee, nur, dass die Deutschen immer aufs Maul gekriegt haben. Das war mal richtig krass. Ja, Quarkmann. Aber warst du da nicht vor ein paar Wochen nochmal skaten? Ja, da bin ich mir meine Rippe gebrochen. Genau, da war das, ne? Mhm. Das war ein spektakuläres Video. Ja, danke. Aber das hat dich auch zeugungsunfähig gemacht, oder? Das sah zumindest so aus. Ich weiß nicht, wo du deinen Hoden hast, aber mein Brustkorb tat mehr weh. Einfach so in die Mitte fällt, finde ich, ich weiß nicht. Ja, das sah alles irgendwie so damaged aus. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Meistens kennt man die Leute aus diesen Fail-Videos ja nicht. Mhm. Ich bin froh, dass ich die Person jetzt kenne. Ja, das ist wirklich mal spektakulär. Kenne ich die ehrlich mal. Hast du auch so einen weltweit viralen Boom gemacht? Dass du irgendwie bei Lady Ghost auf Internet irgendwie so aufgetaucht bist, guck dich diesen Typen an. Crazy Germans who tries to ride a skateboard like a Californian dude. Stupid ass. Hilarious. Stupid ass fuck. Bitch. Dude. Ja, hilarious. Trump Supporter fails. So was. Mhm. Ja. Ja, super viral. Mhm. Sehr viral. Das sieht aber auch aus wie in Kalifornien, dein Quarkenbrot. Ein Burger, bitte. Das war ganz gut. Aber trotzdem, das Rail ist schön. Wir haben nur noch ein Skateboard bekommen. Und es fahren keine jungen Leute mehr Skateboard. Das mit Ausnahmen. Alle von dir. Alle Leute, nee, grundsätzlich. Egal wo du bist, in welchem Skateboard. Alle Menschen, die unter 30 sind und Skateboard fahren, sind Frauen oder jüngere Mädchen. Oh. Alle Jungs fahren Scooter mit dieser Stange. Es gibt keine Jungs, die Skateboard fahren. Du meinst hier diese Elektro-Dinger? Mhm. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, Kickboard hieß das. Hier sind diese Aluminium-Scooter, diese mit der Stange. Ja. Okay. Die dürfen doch eigentlich gar nicht, da gibt es doch deine Haue von den Skatern. Ja, das ist vorbei. Ja, ich weiß nicht, die Mädels glauben ja nicht, was da gehört. Also bin ich. Mein Hot Guess ist, die Jungs haben keinen Bock auf Schmerzen und den Frauen ist es egal. Die fahren Skateboard, ist so. Naja. Ja, ne? Was ist denn da los? Ja, nicht bei den Mädchen. Scooter sind auch nicht so cool wie Skateboard. Oder? Also, jetzt gegen Scooterfahrer im Chat, aber sonst halt alle anderen sind scheiße. Ja. Ich weiß nicht. Ich freue mich schon über alle, die irgendwie Sport machen und so rausgehen. Und klar, ja klar, ja gut, Sport, das muss man supporten, egal wie blöd der ist. Außer Quidditch. Ja, genau. Außer das. Oder Horsing. Oder Horsing, genau. Ja, ist dasselbe Konzept. Ich kenne mir doch keinen Stab zwischen den Beinen, wenn ich rennen will. Also nicht so gegen Leute. Ja, genau, weil das behindert dich doch in deiner sportlichen Aktivität, ja. Wie ist denn sehr lecker. Ach, schon wieder laufen, bindet ihr die Beine zusammen. Ja, das ist aber genauso wie Orientierungslauf. Das ist für mich das Gleiche. Warum will ich denn einer Karte entlang laufen? Was für ein Ding? Ein Orientierungslauf. Das schränkt mich ein. Oh, das finde ich cool. Ich kann halt keine Karte lesen. Ich habe keine Orientierung. Stimmt. Also gar nicht. Ich kann weder Karte lesen, noch kann ich mich eigentlich, wenn du mich jetzt hier aussetzt, wüsste ich nicht, wie ich aber so Rockbeats komme. Ich kann mich nicht orientieren. Richtig krass. Also kannst du alles andere gut. Ich habe das Geocache. Ich war heute bei einem Wohltätigkeit gelaufen. Du? Wirklich? Was? Ja. Hammer. Gut gelaufen? Nein, mein Sohn ist mitgelaufen. Hi. Und für jede Runde, die er geschafft hat, muss ich 5 Euro zahlen. Oh. Und hat er sich ordentlich angestrengt? Und der ist dann gegangen. Dann ist so vom Rauch mal ordentlich. Ja. Nur ordentlich Zigaretten. Der ist nur gegangen. Also meinst du. Der ist nur gegangen. Die hatten eine Stunde Zeit. Und die sind also alle sind gelaufen. Nur er und sein bester Kumpel sind nur gegangen. Hast du Parallelen zu dir erkannt? Nee. Ich hätte in der ersten Klasse versucht, alle zu schlagen. Ich bin in der ersten, ich weiß noch, damals hatten wir so einen großen Kranzplatz mit so einem 400 Meter Radius, ich weiß, ich kenne den Ding. Da waren immer 400 Meter oder 800 Meter.
Und ich bin immer, das war total dumm, das habe ich dann auch gelernt, sofort losgesprintet bei diesen langen Strecken. Das ist ja eigentlich nicht so smart. Nee. Aber der hatte dann immer so viel Ehrgeiz, dass ich die wollte niemanden mich überholen lassen. Kann ich auch. Und ich habe die Dinger dann auch hin und wieder gewonnen, aber das war nicht klug gelaufen. Aber ich wollte immer gewinnen. Ja. Ich finde auch, also. Wie alt ist er? Darf ich das fragen? Willst du das sagen? Aber auf jeden Fall, also, in so manchen Altern denken wir noch oft, es geht doch einfach nur nach vorne. Es gibt doch nur schnell und stehen. Ja. Verrückt. Naja, da war es für dich nicht so teuer. Und er musste dir aber vorher fragen, was ich dich als Sponsor mitbringen, oder wie? Oder ist ja, es automatisch die Eltern? Die ganze Schule ist gelaufen, alle Eltern müssen eintragen, wie viel sie zahlen für eine Runde. Und dann. Ist schon lieb, 5 Euro pro Runde, finde ich. Das ist schon nicht schlecht. Was pro Runde? 5 Euro hast du gesagt, pro Runde. Das ist nicht wenig, das ist gut. Ja, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, was die anderen bezahlt haben. Ich weiß nur, dass ein Kind irgendwie letztes Jahr, dass er irgendwie gesagt, die hatte gewarnt, die entwickeln da unglaublich viel Ehrgeiz. Ein Elternpaar musste ja irgendwie 300 Euro bezahlen, weil der da zig Runden gedreht hat. Wenn du den gut kennst, kannst du ja sagen, ja 50 Euro, läuft eh nur eine Runde. Ja, ich dachte, er läuft, aber er läuft. Oder er dachte sich, je weniger Geld du da zahlen musst, desto mehr hat er noch von dir. Das denke ich auch. Er hat schon an Weihnachten gedacht. Also, was denken wir? Wie war dein Schnitzelchen? Mein was? Dein Schnitzelchen war gut? Ja, war ganz okay. Man hat ein bisschen das Fett rausgeschmeckt, so, ne? Das scheint da schon ein bisschen länger drin zu sein. Das war auch das letzte Mal, als ich hier war. Aber. Ja, kennt ihr das? Mhm. Wenn das nicht klar. So fresh ist? Aber gehört das nicht ein bisschen auch zum Imbiss-Feeling? Ein bisschen manchmal, geiles altes Fett? Ja, nee, ich stehe nicht so drauf. Apropos altes Fett und Imbiss, ich habe letztes Jahr in Schottland, weil ich auch noch schottische Hochzeit und der Bräutigam hat dann vorher mit uns das gemacht und der hat uns eine frittierte Pizza. Zum Essen. Dann kannst du einfach Tiefkühlpizzen, die werden einmal halbiert oder frittiert, dann kriegst du die halt mit anderen frittierten Dingen auf den Teller. Und da war es auch so eine gute Idee, aber das Fett war einfach zu alt. Das ist so. Ja, ja. Das ist Fall. Also dann muss, wenn es so viel Fett ist, ja, ja, fertig ist, dann muss es halt frisches oder besser sein. Aber richtig schöne Idee. Das ist wirklich eine tolle Idee. Schottland, ja. Auch kulinarisch, ja. Ey, frittieren ist aber so schlau. Darf ich mir deine Serviertknappe in eine neue holen? Ich habe die halt schon ein bisschen benutzt. Ne? Ja, das ist okay. Wir hatten gerade ziemlich krassen Bedarf, weil ich hier alles voll gebraucht habe. Ich habe krassen Bedarf. Also wenn wir uns beeilen, können wir noch in einem anderen Imbiss essen. Unterwegs und noch. Ja, einen Koch holen, oder? Ja, Nazi-Koch ist auf dem Weg. Was ist der Nazi-Koch? Ja. Ich hatte früher mal Lust, die Musik hören. So gemacht. Bei dem nenne ich den nicht. Also. Bei dem mit E.T., mit E.T. McBride-Stein? Kann sein, ey. Was habt ihr da alles gemacht? Ich kann mich jetzt zeitlich erinnern, aber es war gut. Du hast noch Butters? Und der Burger? Wir haben Butters groß gemacht, aber Eschburger. Auch. Eschburger. Aber auch zum. Wenn die auch vertrieben wieder. Ist man ja da? Nee. Oh. Ich glaube, seitdem ich da bin bei Rocket Beans, waren es so 2 oder 3 ETs, die ihr gemacht habt. Intim ist alles. Das war geil. Wurde noch Geld gemacht. Dankeschön. Und dann haben sie gesagt, ihr müsst doch mehr arbeiten, nur nicht nur essen. Nee, die hatten gesagt, was ist das? Was ist das für eine Sendung? Ich kann nicht mehr. Ich habe immer vorher dann die Spesen geholt. Ja. Und dann war ich bei Carina. Bei wem? Ja, was ist das für eine Sendung? Okay. Ja, gut. Die läuft jetzt täglich. Die kommt jetzt täglich. Nur für deine Familie. Ja, fand ich aber auch cool. Ey, aber auch die, die ihr gerade zuguckt. Merkt euch das. Wenn ihr irgendwo seid in der Medienwelt, macht Sendungen, die sich ums Essen drehen. Das ist einfach schlau. Ja, Colin auch schlau, Mann. Wobei, Colin ist auf den Dreck. 60. Hat man nicht vergessen. Der ist auf den Abfall. Der macht halt wieder Range, ne? Mhm. Nee, aber sonst Gamescom, dann ist was du vorhin gefragt hast. Ey, ich würde sagen, da hast du nichts verpasst. Also. Hast du noch überlegt, ob du kommst, oder hast du von deinem Kopf gar nicht? Ich war letztes Jahr auch schon nicht da und ich. Also. Nee, ist okay. Nö. Ich war ja original. Ich hab's letztens nachgerechnet, hab vergessen, was rausgekommen ist, aber ich war seit, weiß ich nicht, über 20 Jahre oder so. Mathematiker auf der Gamescom. Ja.
Ja, du weißt, wie es da läuft. Und ist halt gut. Ist irgendwann nicht ruhig, oder? Sehr gut. Voll. Und ich hatte ja dann noch die Gamescom-Karte. Weiß ich nicht, ob ihr euch damit mal mitgenommen habt. Ja. Waren wir doch mal essen dann, ne? Da in die Geheimräume, wo es das Leckere essen. Du warst der Boss von der Gamescom. Genau, und das bin ich ja jetzt nicht mehr. Ach so, auch das nicht? Deswegen, ja nee, jetzt müsste ich mir bei diesem komischen Pizzaladen, wo 200 Meter Schlange ist, der auch nicht schmeckt. Ja. Das war zwischen Currywurst und Pizza eigentlich da nur. Ich habe das auch voll gebraucht, weil irgendwie so 8 Stunden oder wie lange gedauert hat, 10 Stunden, die ganze Zeit, ohne sich mal in Ruhe hinzusetzen, nicht temperieren, um was Leckeres zu essen, das stehe ich nicht durch. Ja. Und das Essen da ist ja, boah, also. Das verstehe ich alles auch immer nicht, warum man an so einem Ort nicht tolles, gescheites Essen genau. schmeckt. Oder was den Leuten ein bisschen mehr Power gibt und nicht nur fast Fett besteht. Oder so. Ja, Nährstoffe sind ja schon recht entscheidend in so einer Stresswoche. Ja. Im Körper. Ich habe mir dieses Jahr Suppe eingemacht, extra dafür. Alter. Mitgenommen oder nicht? Mitgenommen. Ja, hattest du hinten so ein Pack? Das ist echt so ein dünnes Bergwerk, wieder in die Mine. Balle geht wieder in die Mine. Nee, aber ich war gut genährt. Also ich hatte mal keine Krämpfe, weil ich irgendwie genügend Magnesium genommen habe. Ich bin so ein Krampftyp. Doch, wenn ich zu lange laufe, dann habe ich schnell so in den Waden irgendwie am Ende des Abends die ganze Zeit Krämpfe. Also was für meine schlechte Ernährung von früher spricht. Okay. Und deine Tage waren ja auch wieder durchgeteilt mit. Die waren sehr voll. Oder man kann ich mal kurz 5 Minuten atmen. Ich habe jetzt die dritte Folge, Sendung in Folge, eine davon war Skill Arena, die du moderiert hast, weil du keine Stimme hattest. Ja, du hast deine Stimme gut ausgehalten. Mal so. Auch schwankend, nicht ganz weg wie bei dir. Ey, ich muss mal zum Logo gehen. Da stimmt was nicht. Meinst du denn? Ja. Glaubst du daran? Ey, du hast nicht zu viel. Warte, komm mal rein. Hallo? Doch, Dennis und Carsten. Hallo? Zum Leute, gib dir einen Maulkorb. Ja? So eine rote Kugel kriegst du da. Und dann rein. Und dann musst du einfach immer versuchen, einen Monat nicht zu labern. Rote Kugel und dann kriegst du eine Hose, wo der Arsch ausgesperrt. Ja, genau. Ach, dafür sind diese roten Kugeln. Ich hab mich das immer gefragt. Ich will unbedingt was in der Hose haben, oder? Einmal so zur Arbeit gehen, so ganz normal. Weißt du, gar nichts sagen? Moin, Arno. Scheiße, ich meine, ich kann das nicht sagen, einfach so ganz normal. Sollen Sie doch kommen, was wollen Sie sagen? Wollen Sie mich diskriminieren, nur weil ich mir Arsch zeige? Aber nachher gibt es noch Pizza, sagt ihr? Wenn du gewinnst, ja. Was liegt doch auf dir gewinnen. Ja, ganz ehrlich. Echt, war das jemals ein Kriterium? Der Gewinner hat die Pizza gekriegt. Wieso? Aber wir machen doch die Regeln. Wir kriegen die Pizza, das ist die Regel. Genau, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Genau. So sehe ich das auch. Wenn die gewinnt, verprügeln wir die. Genau, so. Ein Brettchen. Voll okay. Bestrafung. Also sehr groß, die sind sehr groß. Gut, Jungs. Das hier sind alle sehr groß. Oh, das sind wirklich krasse Tiere. Das sind die Quarterbacks von Rocket Beans. Weißt du, die essen viel oder nicht? Nee, wir haben die verprügeln, meine ich. Achso. Aber wir sind safe. Wir sind aber safe. Ja, aber habt ihr euch eine Strafe gesehen? Nee, ihr Speed unter 40. Ihr habt viel Geschwindigkeit. Ja. Und die Ballen schneller umhalten. Genau. Ich hab so einen roten Ball mitgenommen. Ey, kennt ihr noch in so Videospielen früher, wenn einer tot war, der Gegner, und der andere hat sich dann draufgesetzt auf das Gesicht von dem Teambecken, ja. Das Moment, so eine Strafe hattest du schon mal. Das sind neue Leute. Das stimmt. Das ist neues Material. Stimmt, wir können uns ja gar nicht gegenseitig. Nein, das ist ja ein Vorteil, stimmt. Ja. Ich finde, die sollen sich alle schon gegenseitig teambecken. Und wir gucken uns das an. Schütze! Und geben dann so Wertung drüber, wie das war. Weiß ich, das ist meine Vorteil. Habt ihr das? Halt das Händchen auf? Also kriegt man irgendwann mit, dass es das gibt. Und in dem Moment weißt du nicht, was du nimmst erstmal diesen Begriff an, aber weißt nicht, was dahinter steckt. Ja. Und irgendwann kommt dieser Moment und denkst, Teambank, wie wird das geschrieben? Was, wieso? Ja. Und wieso eigentlich? Und dann sitzt du da und überlegst. Und hattet ihr auch dann den Moment irgendwann gesagt, Das hatte ich ganz oft so. Wenn es eine Parallele mit Teebeuteln gibt, die der Mann von Charlotte so rumliegen lässt. Und das stört sie total und dann lässt er das weg und dann läuft er mal nackt durch die Wohnung, weil das dann sein neues Ding ist. Und dadurch habt ihr auch die Parallele mit dem Teabaggen dann nochmal. Okay. Zwischendrin wird es einmal an dem Heilplatz erklärt. Okay. Aber ja, also. Aber es kommt aus dem Videospiel, oder? Educated. Ja, ich weiß, kennst du das aus dem Videospiel? Ich glaube, ja. Aber Sex gibt es doch schon länger als Videospiel. Ach, meinst du, das ist die offizielle Bezeichnung für die Praktik? Wenn man das. Also laut Samantha Jones, ja. Wann gibt es dieses Videospiel? 1800.
20, keine Ahnung. Ich kann das ja mal jemanden. Ich dachte immer, wenn ich den von Sex and the City kenne, das wäre der Name dafür. Oder Counter-Strike mit Sieg, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Videospieler irgendwie von Sex and the City übernehmen. Das heißt, nee, genau. Aber nee. Und das Sex and the City nutzt das halt eben, weil es ein allgemeiner Begriff ist dafür. Okay. Also es sind beide aus demselben Pool des Sexvokabulars. Ja, beide doch. Wir hatten gestern eine Folge mit einer Urologin. Eine Almost Daily Folge mit Urologin zu Gast. Kann über alles reden. Sehr gut. Ja, nicht unangenehm. Nee, gar nicht. Ah, krass. Mega krass. Okay. Budi, Eddie und Flo, die durften mir Fragen stellen und haben sich da ausgetauscht. Das klingt funny. Heute mich damit beschäftigt. Das klingt funny, aber auch noch ultra cringe. Ja, natürlich, deswegen, ich habe mir auch Sorgen gemacht. Das ist sehr unangenehm. Also, was würdest du sagen? Cringe-O-Meter von 0 bis 10, wo war's? 0 heißt 0 cringe? Ja? 0. Ah. Also, das ist gar kein Cringe. Cringe heißt wirklich wow. Wow, heftig. Okay. Das ist weniger, als ich jemals geschafft habe im ganzen Leben. So im Alter. Ich habe gelernt, dass ich als Frau auch zur Urologin oder zur Urologin gehen kann muss, wenn es eben um Blase, Nieren und so weiter geht. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und auch andere Dinge natürlich auch. Aber die sagen die Namen. Nee, war schon. So, eine Sache zu Sex in the City. Ja, bitte. Ich möchte dem ganz kurz widersprechen. So, als wir alle 14, 15 waren und auch viel gezockt haben, gab es so eine Runde aus Kerlen in meinem Freundeskreis. Die haben sich das alle reingezogen, weil sie dachten, da kriegen sie geile Sex-Szenen. Und deswegen haben sie all den Kram, der sie nicht interessiert hat, ausgehalten für dann für kurz. Ja, und auch noch nicht mal auf Softporno-Niveau. Du siehst da ja nichts, hab ich gehört. Nicht so viel. Nee, du siehst, viel siehst du nicht, aber ab und zu. Ja. Kurze Zusammenschnitte. Sowas, ja. Und die waren super enttäuscht, alle, aber haben sich dafür trotzdem in die 3-4 Staffeln gegeben. Aber, du weißt, was von gestern meistens, wenn ich ja Gast muss, circa nach 10. Mit den Sternen, ne? Mit den gelben Sternchen. Yes. So, also es passt ja. Ja, hört euch die Folge an. Also ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen Dinge lernt, auf jeden Fall. Schade wird sie nicht haben. Ja, und muss Daily wird auch schon immer ein Bildungs vermeiden. Nee, das sagt die City mal nicht deine Freunde. Ja, das ist auch eine Bildungsrede, ja. Ja, aber Teabagging finden wir auch schon. Ja, ich weiß das auch erst seit ein paar Jahren, was Teabagging ist. Ich habe sehr lange gebraucht sehr jung. Für diesen Moment. Mhm. Ah. Ist auch sehr jung. Ja, das stimmt. Läuft das gut noch eigentlich? Oh, ich wollte mal gucken, ja. Ja? Glaub, ja, schon. Lass mal checken. Auf 0 macht ihr eine 1. 3, 2, 1, 0. Boah, das ist kompliziert. Ich hätte 2 geschrieben, jetzt wäre ich nicht genau gecheckt. Ja, genau, also jetzt kam die erste 1. Okay, ja, gut. Oder 3, Leute. Jawohl. Können wir es auch hören, oder? Ja. Nee, läuft nicht mehr. Lauter 1, ja, 0. 1. Das sind auch sehr kluge Leute, die dir zugucken. Am liebsten würde ich mit euch mal irgendwo in eine Eisdiele gehen, jetzt zum Spanier-Eis. Ja, das ist fein. Ja. Treffen wir uns in der Mitte beim Kochmann. Ja. Wir hätten noch einen Inhaber. Wie viel kannst du essen? Könntest du jetzt wirklich noch mehr essen? Ne? Ja, das war eine sehr kleine Portion, oder? Ja. Also das ist also nur noch Zwiebel. Ich brauche also nur noch genug Gemüse alleine, so ist schwierig, finde ich. Wir können ja auf dem Weg zurück. Wir können überlegen, wie wir zurückfahren. Also ja, oder wir gehen jetzt. Gut, wenn oder wir gehen. Wenn wir jetzt losgehen, dann schaffen wir es locker. Können wir gehen. Dann können wir spazieren. Dann wir machen jetzt Stream mit gehen. Das ist mal was ganz Neues. Mhm. Okay. Ja. Du siehst super fit aus übrigens. Werden wir jetzt. Ja, ich hab ja heute beim Laufen zugeguckt. Soll ich einmal zahlen? Ja, ich geb dir mal Geld. Ja, klappt das mit dem oder braucht ihr jetzt? Ich geb dir das, glaub, Geld, was, ich geb dir das Geld, was ich habe. Alles. Dann werfe ich das einfach drunter. Ich gebe dir hier. Oder weniger als vorhin. Ja, du bist aber 55. Und? Oh. Zwei Auslandgeld. Das war aus. Ah, ja. Kannst du mir das Geld wiedergeben? Das ist Geld. Für dich war es nicht bestimmt. Das ist kann er nicht mehr reinlangen. Kann er nicht mehr reinlangen. Ja, geil. Ich glaube, die kommen auch von unserem Trip. Ja? Die drei. Ja, die zersetzen langsam, ne? Ja, genauso wie die ganze Demokratie des Landes. Aber es sind natürlich auch die Nüsse. Irgendwann komme ich nochmal dahin und kann ich dann $2 ausgeben. Ja, oder ich habe aber hier schon mal, ich hatte $3 und $1 habe ich hier schon mal einem Menschen geschenkt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt korrekt erzählen soll. Nichts anfangen. Hat sich sehr gefreut. Ja? Ja. Also ich glaube, er war Dollar-Fan. Ah ja, okay, cool. Er mochte Geld. Ich bin ja sehr traurig, dass es keine 1-Euro-Scheine gibt, weil ich hätte sehr gern diesen Bezahlmoment, dass man seinen Clip so rausholt und zack, 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 hättest zack, du auch zack, zack. Gerade noch 2-3 Jahre, dann sieht das so aus. Ja, ja, stimmt. Tatsächlich, dass du so Euro-Scheine, wo einfach 10.000 draufstehen. Oh.
Das kennen wir alle. Ja, klar. Hättest du mit, wenn, also ich finde, wenn man einen Euroschein hätte, dann lohnt es sich das Frühstück. Ja, ja, klar, dann setzt sich schon. Oder? Dann lohnt sich. Mhm. Das ist gut, gutes Gefühl. Das ist einfach ein ganz anderer Flex. Dennis, ich war letztens auf Reeperbahn Festival und das war doch gerade, ne? Ja. Weißt du noch, als Gunnar verdroschen wurde? Verdroschen? Ja. Ja. Gut. Schnitt. Ich habe den Laden nämlich gesehen. Ach so, ja, okay. Ja, da musst du ja auch kaputt. Ja, die warten noch zusammen mit einem Teppich, ja, ja, genau. Also eigentlich, ich habe ein bisschen angetrunken und dann denkt man halt, ist in Hamburg. Denkt man so, naja, gut. Und dann, Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass es nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, dass man also Gönner hat abhängt, sondern Gunnar musste performen. Oh. Ja, das war ganz schön. Auch mit Stangen und allem drum und dran. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nicht, dass er. Also er wurde ein bisschen angegangen. Ah, okay. Also, ja. Ja, und heute moderiert. Müsste ich auch nicht so weiter ausfinden. Müsste Gunnar selber fragen. Und heute moderiert Gunnar im Kinderfernsehen. Das passt. Ja, das ist aber in Ordnung. Das ist schon. Guter Mann. Gunnar ist neu. Das ist halt Hamburg. Ja, das gehört dazu. Das ist in Hamburg ja auch stolz drauf auf so. Klar. War aber ganz cool, das Reeperbahn-Festival. War viel los. Ja, hast du so eher diese Panels oder eher Bands gegeben? Oh nee, ich habe mir keine Panels angeguckt. Das ist, glaube ich, auch der Long. Exhibit ist da. nee, da gab es so Panels, ob du, weiß nicht, wie Spotify funktioniert und wie du ultra reich bist mit Musik. Ja, ich habe auch gehört, es gab ein Panel, wie das Rocket Beans, warum Rocket Beans so erfolgreich ist. Aber die ganze Panels ist halt Quatsch, weil ich sag dir das, entweder bist du gut und machst gute Musik und dann bist du schon Erfolg bekommen, oder du bist halt scheiße. Und das ist gleich diese Online-Marketing-Kacke. Da guckst du die Leute an, die sagen, wie sie erfolgreich sind. Ja, weil die gut sind. Ja, das kannst du aber null übernehmen. Mhm. Wir wollen immer diesen Traum verkaufen. So, jeder kann das schaffen, wenn du nur ordentlich reinpasst. Genau, sind wir drei alle schon unterschiedlich. Ja, ja. Also, wenn wir alle so sein wollen, wie wir sind, also wir so sein wollen wie du, ist das natürlich nicht. Nee, das ist auch Quatsch. Das ist ja kein Erfolgskurs, wenn du dich verstellst. Jetzt mit Panels, ich bin da kein großer Freund von. Ja, ja. Ich mag das nicht. Aber es gab viel Musik. Und das war halt ganz gut. Ja, am Donnerstag war ich da. Mhm. Ich war bei Hesburger. Immer wieder mal und die sind halt auch wieder teurer geworden. Früher waren wir da ja auch, weil es ja halt auch günstig war. Das war einer der Hauptpunkte. Und jetzt kostet das ganz enorm angezogen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da noch unbedingt. Auch Dänemark hat Probleme. Ja. Ja. Auch aber es ist schade. Auch unsere dänischen Freunde haben Probleme in der Remouladen, im Remouladenmarkt-Segment. Ach, du meinst, der Remouladenpreis? Ich glaube schon, ja, die Mulanstraße. Ich werde nie vergessen, wie ich da einmal auch betrunken war, das ist auch schon ewig her, sau lang. Und sie einfach mitten in der Nacht, die Leute, die da gearbeitet haben, ihren Salzsack genommen haben, aufgeschnitten haben und einfach am Boden gekippt haben, damit die Leute nicht ausrutschen. Weil oh, krass. Krass. Ja, das ist Hesburger Salz. Salzsack. Ja. Ja. So wie Streusalz, nur mit echtem Salz. Ja, krass, okay. Ja, das ist Hesburger. Aber es war ganz geil. Ey, es war super geil, aber ich war da tatsächlich immer nur betrunken. Deswegen kenne ich das, wenn man überhaupt nicht mehr bewerten kann, ob das wirklich gut ist oder ob man das aus dem Liefer heraus mega lecker fand. Das hatte ich mich tatsächlich auch mal bei der Urlaubsfahrt mit meinen Eltern, da war ich mal ganz klein, wir sind 15 Stunden nach Kroatien gefahren. Oh, geil. Und dann sind wir in einem Hotel angekommen und hier ein Buffet und so. Und ich habe mir da übelst viele Schnitzel reingezogen und habe gesagt, Mama, das sind die besten Schnitzel der Welt. Ich esse morgen wieder alle. Nächsten Tag ganz normal genährt gewesen, wieder zum Schnitzel gegangen und erst festgestellt, wie räudig diese Schnitzel eigentlich sind. War wirklich, weil der Hunger so groß war, war es viel leckerer zu werden. Deswegen weiß ich gar nicht, müsste ich mal ausprobieren irgendwie. Ist das auch nüchtern? Gute Frage. Gibt es den Burgerladen noch da neben Edeka, wo wir auch mal waren? Da ja. Wie heißt der? Salz. Wolf, ja. Ja. Ich war Dulf. Dulf, Dulf. Ja, den gibt's noch. Und es gibt auch, was war das? Der liegt ja auch auf dem Weg. Da können wir uns noch eine Käsespritze zu Go können. Ja. Ich habe noch ein schönes Foto, habe ich davon noch. Ja? Ja, wie war das? Das ist toll. Ja, wo wir alle komplett wahnsinnig sind, weil wir zu viel Käse im Körper haben. Ja, das war irre. Das brennt ja unnötig. Die Käsespritze brennt ja unnötig. Ja, da war auch unsere Performance sehr eingeschränkt. Das ja. Ja. Die war wirklich. Aber man muss es mal ausprobieren. Ey, das Gute, also heute wird es gut und schwer zugleich, das Gelände. Mhm. Weil wir alle nur einmal dran kommen. Oh, stimmt, ja. Du sitzt die ganze Zeit nur rum und kommst nur einmal dran. Das ist ein ganz neues. Ja.
kann man seine Energie kanalisieren. Das schneide ich noch was zum Mitnehmen. Was machst du denn, wenn du nicht dran bist? Dann musst du doch. Was machst du? Labern. Nee, also, ja, dann musst du schon ordentlich beleidigen. Aber genau, du musst schon bitte heute, Dennis, ich weiß, du machst es nicht einfach so grundlos, aber wir müssen schon die anderen ein bisschen abhängen. Ja, das kann ich gar nicht. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Auf jeden Fall, es ist viel einfacher, gegen die zu schießen, weil ich glaube, die halten das aus. Nee, das ist tatsächlich ein Problem, weil man die gar nicht kennt. Also der eine, wie heißt der? Jim? John? Nee, nee, die ganze Zeit Jim. Damit fängt schon mal gut an. Ich finde das auch, aber das finde ich immer falsch. Das finde jedes Mal ein anderer Name. Das ist toll. Das finde ich wirklich richtig. Weil das ist so wirklich, das ist auch die Spitze der Respektlosigkeit. Ich liebe sowas. Jetzt nenn ich nochmal anders. Oh, ich brauche auch sowas Gutes, Leute. Aber ich weiß, was du meinst, es ist viel schwieriger, Leute, die man nicht gut kennt, ordentlich einen überzuzwiebeln. Das hatte ich mal bei einem, der gearbeitet hat. Hey, bei Robbie Beans. Am ersten Tag habe ich den die ganze Zeit den Tipp mit drauf. Einen falschen Namen genannt. Ich sage aber nicht, wer es war. Aber du wusstest dann nicht aus Versehen. Nee, das war so ähnlich. War so ähnlich. Er war so angepisst. Ich glaube doch. Hat sich auch nicht angestellt. Ich wusste nicht, wie der ist. Ja, kann ich okay. Auch. Machen. Ja, ja, also okay. Okay. Ja, ja, super. Hier, wie Papi. Ja, cool. Geil, super. Dann lass uns gehen. Sag mal, jetzt. Gehen wir noch Tee im Schlitten, oder? Ja. Du musst ja jetzt gehen. Tee im Schlitten? Mit dir würde ich immer so Telespiele machen. Zwei Heile mit Pommes. In meiner Heimat heißt das hier. Wie heißt es in der Heimat? Eine halbe ist ein Bier einfach. Achso, hast du eigentlich für die Zuschauer denn auch mal die Theke gezeigt? Damit das nee, machen wir jetzt. Nee, haben wir nicht gemacht. Wir können einmal kurz gucken. Ja. Wir können auf jeden Fall wo die Promis zeigen, die hier schon waren. Das ist hier das Bettchen. Ja. Promi Gottschalk war schon hier. Ja, zwei oder habe ich mich verguckt da oben. Hier. Ja, alle da. Tobi, Tobi. Und die Theke, die schön. Wer ist das denn? Junge Dame, kannst du gern. Wer ist das denn? Ja, hier. Okay, Das ist Anke. Anke, ja, Anke, Engelke. Anke, Uwe, nochmal Uwe. Ja. Das ist zweimal. Ja, stimmt. Vitali, Thomas. Thomas. Da, Olli. Und alle auf einmal. Ja, ist doch geil. Ach, sehr schön. So, jetzt zeigen wir mal hier das Essen. So, hier sitzt die Salate. Das war heute sehr lecker. Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. So, wenn wir mal die Karte sehen wollt, da oben. Kommt da rum. Hol dir die Pommes. So, Finger raus. Alles klar. Tschüssi. Ciao. Danke. Ciao. Was ist dunkel geworden? Ist ja richtig dunkel geworden, du. Oh, es ist jetzt Herbst schon, ne? Da wird es immer so früh wieder dunkel. So eine Scheiße. So, das ist. Ich hoffe, dass man, kannst du das halten? Ja, was holst du kurz? Ich hole mein Motorrad. Das Motorrad? Seit wann? Wirklich? Tom Cruise-Style? Ich hole mein Düsenjet. Ich liebe Motorräder. Wirklich? Ich habe Motorradführerschein. Wusstest du das, Dennis? Nee, das wusste ich ja, nicht. Ja, habe ich. Das wusste ich nicht. Habe ich. Ich fahre nur nicht, weil ich habe keins. Aber ich habe Motorradführerschein. Ich sehe dich da. Wie passt das? Ich sehe dich auch. Also, kommt er wieder? Was meinst du? Ich glaub nicht, nee. Hallo. Hallo, du hast das Licht ausgemacht. Ja, es ist wirklich dunkel geworden. Oh, wirklich? Ja, super, okay, dann. Ich würde das nehmen. Ich guck einmal kurz, ob mich jemand von der Arbeit. Ja. Ob irgendwer was will. Ja. Dann würde ich die Kamera nehmen und ihr okay. Ach, geil, vielen Dank. Ja, warten wir hier noch auf Dennis? Oder? Ist Dennis? Der ist sein Motorrad. Dennis holt dein Motorrad. Oder wir nehmen die drei. Nee, die drei Scooter, aber das ist zu gefährlich. Wenn wir mit Kamera. Weißt du denn, wie man die drei Scooter benutzt? Nein. Das ist fein. Ich weiß nicht, wie man die drei Scooter benutzt. Ich weiß das auch nicht. Weißt du nicht, wie man die drei Scooter benutzt? Nee, ich bin so ein Boomer-Hater. Ich reg mich immer über diese Scooter-Kids auf. Ich pöbel die immer so an. Ja, du bist. Denk dir nicht auf meinen Burger. Du bist. Du bist. Da hab ich mir auch nicht. Auf jeden Fall, jetzt bin ich hello. Entschuldigung. Geil. Für mich bist du auch so ein bisschen wie. Ja, ist schon lustig. Du bist, für mich bist du so ein bisschen wie Philipp Amthor tatsächlich. Was? Das ist ja voll der Hyperdiss. Mach das mal gleich zu unserem Gegner. Wir sind so ein Team heute. Na, es gibt niemanden. Das dann, ne? Amthor ist für mich die Verbindlichung von eines Kindes im Kopf eines Rentners. Also, oh Gott, warte mal, der Stream kriegt gerade meine Unfähigkeit mit. Da muss ich drauf drücken, oder? Ja, sind die Finger zu fettig? Genau, dann noch, nein, dann noch auf Re- das nochmal. Ja. Aber jetzt hör mal auf mit deinem Schabernack. Ja, jetzt ist Zapfenstreit. Ich bin heute angesprochen worden, ob ich für das gute Wetter zuständig bin. Und da habe ich gesagt, also alles kann ich jetzt auch nicht regeln.
Solche Gags macht er. Wollen wir uns alle noch einen Luftballon holen? Ja, bitte. Oh, Luftballon. Da ist ein Luftballon. Aber dann lass er so schlaufen, ne? Oh ja, danke. Das heißt hier. Wow. Alter, lass uns hier. Das ist ja. Kannst du es mal zeigen? Dass das das noch gibt. Diese Ballons, die sind gerade so gefüllt, dass die über dem Boden schweben und haben so Beine. Oh ja. Das ist super, haben die hier. Voll süß. Alle Ballons, die es gibt. Das würde mir heute noch. Dass es diesen Laden auch noch gibt. Moment, es gibt einen Laden, der hat nur Ballons? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Guck mal, wie er heißt. Boutique Ballons. Aha. Jetzt in Köln auch Ballons. Alter, mit drei O's. Ballons. Oh, das hieß auch mal anders. Ey, aber der kleine Totenkopf als Batman. Der kleine Geist ist ja auch süß. Mhm. Ja, das ist ja wohl der beste Tag. Da gehe ich aber bei Öffnungszeiten. Ja. 10 Uhr. 9 Uhr, 10 Uhr. Sie waren nicht, 10 Uhr. Dort bin ich da. Machen die hier auch so, sag mal. Das war gut. Wir waren im Eppendorfer Geldstation. Ah, das war super. Endlich. Oh, endlich. Wir wollten dann immer mal hin. 15 Jahre zu spät, aber jetzt waren wir da. Ja, aber wenn wir jetzt mal raten, auch wenn uns nicht einfällt, wo wir überall waren, wage ich doch zu behaupten, dass das der letzte Platz war von all den guten Sachen. Also, wir waren nur da, weil das diese Bitche Nummer ist. Ja, aber der Laden selber ist ein ziemlich durchschnittlicher. Ja. Also ich muss auch real sein, das Schnitzel war eins der schlechtesten Schnitzel, das wir gegessen haben. Oh wow. Wirklich? Aber, ja, krass. Was aber auch bei mir an der Soße lag tatsächlich, weil die Paprikasoße hatte. Du hattest das auch, ich kann das nicht beschreiben. So ganz komische Paprikapigmente, die aber nicht nach gutem Paprika schmeckten. Das war so, als hättest du bei Mutter im Schrank so die Paprikagewürzdose erwischt, aber die ist schon 3 Jahre, stand die ja schon rum, so ein bisschen. So war es bei mir. Also ganz komischer Paprikaschmack. Aber die Pommes sind auch mal sehr gut, muss ich sagen. Ey, die fand ich auch tatsächlich sehr gut. Ich habe nicht eine probiert, ich hab's vergessen. Die haben voll nach Fett geschmeckt, nach altem Fett. Wie können die, also wie gesagt, ich finde das, nicht? Für mich gehört das zu Imbiss Experience. Nee. Aber ich bin vielleicht auch ein Widerling. Yeah. Ein Widerling. Widerling, das hört sich an, als würden wir bald über Baldur's Gate 3 reden. Das beste Spiel aller Zeiten. Da gibt es einen Widerling. Ey, sorry, du bist Tarkov Ultra, ich bin Baldur's Gate 3 Ultra. Das Spiel ist meiner Meinung nach eins der besten Spiele aller Zeiten. Ja, ich will es auch unbedingt noch spielen. Das wird bei mir so ein Weihnachtsfeiertag geben. Glaube ich auch. Eines Tages, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Welt geht unter oder sowas. Ja. Moment. Und du Strom weg, fuck, ich wollte blocken. Ja, hast du keinen Generator zu Hause. Du bist Prepper, ich weiß. Nein, ja, du bist Hamburg. Und schon nur selbst, wenn ich keinen habe, setze ich mich aufs Fahrrad und schließe das Fahrrad an PC und strampel die ganze Zeit beim Baldur's Gate. Ey, deinen Namen im Darknet, den möchte ich kennen. Stopp, er hat einen Schuh verloren. Oh, ich habe einen Schuh verloren. Mein Name im Darknet? Ja, wenn du bist ein Prepper, du bist doch vorbereitet. Du musst doch die ganzen Sachen holen. Und alle Prepper sind im Darknet? Ich kenne mich nicht aus im Internet. Und ich habe irgendwas geplappert. Was weiß ich denn? Keine Ahnung, was man da macht. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Wo ist das? Hier? Ja, aber klar, mein Name ist Dark Denzel. Dark Denzel Hater. Ja, wenn du ins Darknet gehst, ist Dark Denzel XX. Das ist Dark davor und fertig. Ach, das ist schön, ey. Spiel das bitte, wenn die Welt untergeht, weil dann hast du Zeit und das Spiel braucht Zeit. Deswegen spiele ich es nicht, weil ich habe auch keinen Bock anzufahren und deinen Monat liegen zu lassen. Weißt du nicht mehr, du musst es schön am Stück spielen, das ist mir auch wichtig. Ja. Und das ist halt schwierig, das kriege ich nicht mehr hin. Ich kann keine Spiele spielen, die länger als irgendwie 10 Stunden sind. So, da verliere ich die Lust und da habe ich keine Lust drauf. Dass ich hatte ganz lange die Phase auch. Aber trotzdem würde das ist wieder ein Spiel. Ich weiß, du bist ja auch so, dass du sagst, Videospiele, immer irgendwann wiederholt sich der ganze Bums. Das ist wirklich innovativ. Hallo Bella. Das ist wirklich geil, weil du kannst so viel machen. Wir haben es ja zusammen gezockt, aber es ist mittlerweile noch besser, würde ich behaupten. Du hast so viele Entscheidungsmöglichkeiten und das Spiel lässt es zu, wenn du einfach mal sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr, den Leuten zu reden, ich will alle umbringen. Und ein anderes Spiel würde dann sagen, ja, Game Over oder es wäre einfach lame. Aber dieses Spiel ist nicht lame, weil dann pennst du und auf einmal erscheint dir einer der 1000 Teufel aus dieser Welt und sagt, ja geil, jetzt arbeitest du für mich, weil du bringst alle um. Also die haben an alles gedacht. Das ist wirklich Hammer. Ja, vor allem auch sehr nachvollziehbar und gut geschriebene Charaktere. Total. Das haben ja so Rollenspiele eher selten, dass du wirklich denkst, oh, das ist aber auf so einem Filmniveau von guten Filmen irgendwie. Man müsste das irgendwie, also wenn man tagsüber keine Zeit hat zu zocken, wie wäre es, wenn man das erfindet, dass du dir die Träume aussuchen kannst? Dann würde ich gerne. Klingt nach Dark Denzel wieder. Dann würde ich das zeitlich wieder hinkriegen oder so. Aber würdest du dann im Traum auch vor einem PC sitzen oder wärst du dann in so einer Top-Down? Nee, du wärst dann drin. Das ist dann schon so wie Alter, Oasis. Metaversum, aber nur Traumoversum. Oh, das wäre. Und dann geil. Kannst du die ganzen guten Spiele. Ready Player One, Leute. Ja, genau, irgendwie so, aber nur halt im Traum. Weißt du, während der Zeit, in der du schläfst. Dass du deinen Körper trotzdem erholen kannst.
Was? Du willst deinen Körper holen? Also, dass sich dein Körper trotzdem von den Strapazen des Tages, ja, wo du ja auch zockst, das so, ja, bei dir. Ja, weil das jetzt ungenutzte Zeit. Das Erholungszeit, ja, okay, die kannst du ja noch mental irgendwie nutzen durch, ja, die Träume. Das ist noch untapped. Die Zeit hast du noch. Tatsächlich. Weil Ready Nennt Player das One ist ja für Arsch. Dann musst du das ja wieder von der Zeit, ja, abziehen, die du eh nicht hast. Genau, das ist das Remy-Verse oder so. Remy-Verse? Ja. Remy? Rapid Eye Movement, weißt du? Ach, wegen Remy. Ja. Oh, wow. Oh, wow, Leute. Wow. Was geht ab? Ja. Remy-Verse. Aber, ja, guck mal, dann würde ich, glaube ich, auch wirklich mal jede Nacht 8 Stunden schlafen, weil dann freut, ja, man sich ja wirklich auf diesen Punkt so, und jetzt zocke ich da jetzt weiter. Jetzt ist Remy-Verse. Jetzt ist Remy-Verse-Time, ja. Jetzt stehst du denn gar nicht mehr auf, so. Perfekt. Das ist auch nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Oh, das klingt super. Ja, das muss dann erfunden werden. Man sollte mehr Sachen im Liegen tun. Ja, das stimmt. Oh, ja. Ey, wisst ihr, wovon ich schon so lange träume, und das werde ich auch in meiner nächsten Wohnung machen, einen großen Flachbildfernseher so über mein Bett hängen. Ah, hast du da nicht Angst, dass der dir wie so ein, ja, nein, also ich würde das Thaddeus machen lassen. Also ich würde das niemals selber machen. Ich würde das jemand machen lassen, der das kann. So mit solchen Mega-Dübelschrauben. Doch, das ist, also dafür, nee, gehe ich auch dieses Todesrisiko ein. Aber stell durch TV. Aber guck mal, das ist doch ein guter Streamer, Tipp. Streamer stirbt. Er arbeitet im Fernsehen, er starb im Fernsehen. Ja, genau. Eben. Aber ich freue mich jetzt schon auf die Schlagzeile. Aber pass auf. Das ist der Grabstein. Der Grabstein ist dann das Fernsehgerät. Ja, genau. Oh, toll. Genau, mit deinem Gesicht noch reingedrückt. Ja, nee, wie bei Star Wars. Lass mal über die... Ja, genau. Ja, genau. Das ist ziemlich witzig. Aber pass auf, jetzt lasst über die coolen Parts reden, ja, nicht über den Todespart. Ja, denn gut, stellt euch das vor, ihr liegt einfach, ihr wacht auf, ihr guckt sofort auf den Screen und ihr müsst nur noch nach rechts grabben, so einen Controller nehmen und den so dullymäßig halten. Ihr braucht keinen Muskel mehr dafür. Ja, ist schon geil. Das ist doch übelst nice. Und da wollen wir hin, ne? Genau. Wir müssen die Muskeln abschaffen. Ich würde dich wuppen. Ich bin nur so noch so ein labbriges Ding dann. Ey, weil Muskeln sind schlecht. Muskeln ist das Problem. Durch Muskeln brauchst du ja erst Nahrung. Und diese ganze Klimakatastrophe und so. Genau. Ohne Muskeln kannst du auch kein Auto fahren. Du kannst dich gar nicht bewegen. Muskeln sind das Problem. Exakt, die sind das Hauptproblem, ja, unseres Planeten. Das ist doch Gehirne sind gut. Ja. Gehirne statt Muskeln. So, genau. Das darf sich dann auch weiter ausbreiten. Das hat ja dann Platz. Da, wo überall Muskel war, ist dann Gehirnmasse irgendwann. Ah, so stelle ich mir das vor. Das fände ich auf jeden Fall eine geile Entwicklung. Die Evolution kann da ruhig mal tätig werden. Also bevor ich dann durch den TV Hallo? Sterbe. Ist die Evolution? Ja. Wir haben keinen Bock auf ihre Scheißidee. Wirklich. Alle Sportler sind sich verarscht. Ja, das stimmt. Die haben dann nichts mehr zu lachen. Vor allem, wer soll mit dem Fernseher dann aufhängen? Wenn der keine Muskeln mehr hat, um den da hochzuhieven. Also es hat noch... Ich würde das machen, wenn es diese Fernsehfolien gibt, weißt du, wenn du deine Wand tapezieren kannst. Ja. Aber dieses Plasma, ey, das hätte ich schon lange gemacht, hätte ich nicht so Schiss davor, dass mir das Teil irgendwie aber runtercrankt. Aber beim Zahnarzt gibt's auch. Beim Zahnarzt hast du da einen Bildschirm über dir? Echt? Ja, klar. Echt? Ja, ich meine auch nicht. Zahnarzt. Ich hab die geilste Zahnarzt. Du gehst wirklich oft zum Zahnarzt, ja, das hab ich schon mal mitbekommen. Alter, ich bin so arm, weil mein ganzes Geld, was ich irgendwann mal in meinem Leben erarbeitet habe, alles hier in meiner Fresse steckt. So wirklich. Und jetzt habe ich so geile Zähne. Deswegen Hammer. Siehst du auch so schön aus. Ja. Schon gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Alles so weiß. Ey, der ganze Kunststoff in der Fresse ist so geil weiß, du musst die Zähne nicht mehr putzen. Das ist alles Hammer. Ach, Wahnsinn. Das sind jetzt, ach so, das sind komplett synthetische Zähne. Komplett. Das ist total. Ich brauche immer so Altöl morgens. Die müssen immer geölt werden. Die reinigen sich selber. Nee, aber der Zahnarzt hat einen Fernseher über den. Ey, das ist läuft super. Der läuft so ein Findet Nemo. Kannst du mir nach der Sendung mal seine Visitenkarte? Ja. Okay. Und was ist, wenn du in der kurzen Stelle dann fertig bist? Dann sage ich, leg mal nach. Ich hab da auch noch. Der tut mir auch noch. Ja. Der tut mir auch noch nicht. Ja, da müssen wir auch Krone. Tut das. Das sind aber 1000 Euro. Ja, mach fertig. Da kann sich da am Anfang was aussuchen oder muss man das, was man serviert kriegt, ändern? Nee, man kriegt das, was man, okay, man kriegt anserviert. Du kriegst immer Nemo? Ja, ja. Okay. Nemo ist halt geil. Beruhigt halt. Hab ich nie gesehen. Nee? Nee. Was? Toller Film. Hä, bist du, was ist denn dir? Der Nemo ist echt gut. Nee, Nemo habe ich noch nicht gesehen. Ich hab doch ein Röschen letztens gesehen. Und Elsa habe ich bestimmt schon, wie heißt das, die Eiskönigin, ja, habe ich 10-mal gesehen. Oh, wow. Jetzt. Und ich bin Fan. Wirklich? Ja, weil die Mucke, ich habe dann recherchiert. Geil. Weil, also es fing an, dass dieser Schneemann, der nennt sich Olaf, ich weiß nicht, ja, ob ihr den kennt, ja, und der ist so unglaublich gut vertont in Deutschland. Ich wollte wissen, wer Stimmt, zur ja. Hölle ist das? Wer ist so geil? Und dann steht da plötzlich Harpe Kerkeling. Ich denke, what? Oh ja, krass, ja. Und dann
ja, bin ich ins Rabbit Hole rein und ganz, ganz tief. Und oh, wow. Mit dem, ich bin Fan von der Musik und allem. Das ist Hammer. Mega krass, ja. Auch von den deutschen Tracks. Auch nur von denen. Ja, die englischen sind besser, ja. Aber ich muss natürlich immer Deutsch, muss ich halt. Ja, klar, ja, wegen den Hits und so, genau. Ja. Aber auch im Deutsch ist echt ganz gut. Ach, cool. Ja, ich mochte das auch. Ich habe den auch mit Kindern mal gesehen. Und dann ist es natürlich auch witzig, weil die haben ja wirklich den Spaß ihres Lebens. Und das steckt dich irgendwie auch an, ja. Und so. Das kann ich schon nachvollziehen. Klaro, das auf jeden Fall. Sind ja auch alles gut gemachte Filme. Das haben wir nicht vergessen. Aber dass du gerade auf die Musik steigst, finde ich geil. Ja, ich habe gelesen, die haben eigentlich, also die Schneekönigin ist ja eigentlich, glaube ich, von, wie heißt der, Hans-Christian Andersen, kann das sein? Ich glaube schon, ja. Und eigentlich wollten sie die Story machen, aber dann kam dieser Song von diesem Ehepaar, das diesen Song halt kreiert hat. Mhm. Und der ging halt irgendwie nicht so richtig thematisch in die richtige Richtung. Der Song war so gut, dass sie die ganze Story umgeschrieben haben. Ach, Quatsch. Really? Wegen dem Song, weil der so gut war. Und jetzt ist das eine andere Nummer. Jetzt hat das nicht mehr viel mit dem Original. Das ist ja eine schöne Story. Das ist ja wirklich toll. Das ist ja wirklich super interessant. Das wusste ich nicht. Okay, geil. Gut, dass du dich für Dinge dann so krass interessierst. Die wäre ich gar nicht gekommen. Aber gut, wenn du sagst, die Stimme hat dich so geflasht, das hätte mich auch interessiert. Ja, aber Dennis ist auch so ein Rabbit-Hole-Typ. Ja, du meinst Dark Dennis? Ja, genau. Dark Dennis ist so ein Rabbit-Hole-Typ, ey. Alle sagen das. Ich habe mal gehört in einer Doku über kulturelle Aneignung, dass die da sich auch sehr viel mit den Samen und Lappen quasi beschäftigt haben. Und da, glaube ich, 50 oder richtig viele Leute hatten die quasi da die kulturellen Sachen. Ne? Oh, krass. Das ist nicht der weiße Ami, sagt so, das machen die bestimmt da im Norden von Finnland oder wo immer das ist. Und als Dank auch der Film ins Samische, in deren Sprache übersetzt wurde, was es ja nie gibt, weil die haben ja eigentlich nur englische Untertitel oder so. Als Wertschätzung des Ganzen. Das weiß ich noch als Positives, den Film selber habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was es für eine Sprache da gibt, aber dieses Volk ist mir auch so gänzlich, also ich so ganz wenig überläufig, muss ich sagen. Krass. Hat man wenig mit zu tun, ne? Man hat doch mit der ganzen Welt nichts zu tun. Die ganze Welt ist schon im scheiß Internet bei mir. Ich weiß nichts von der Welt. Wirklich. Keine Ahnung, was abgeht. Schade eigentlich. Wie wärst du wie Schüleraustausch als erwachsene Person mal? Oh, das finde ich toll. Ich weiß nicht. Ich habe Angst vor Bedbugs. So, keine ja, Ahnung. Du kannst ja schon ein bisschen überlegen, welches Land dir zusagt. So Sibirien oder Syrien. Okay, wir haben gerade, mir wurde gerade hier geschrieben, wir sind jetzt alle live bei RBTV. Reißt euch zusammen. Schön, hallo. Jetzt sind wir live bei RBTV. Hallo, also auch im Rocket Danke. Beans. Ach so, ja hallo, ihr habt verpasst, wie wir in einer Grillstation waren. Also ihr habt quasi da schon das Main-Essen verpasst, aber für euch wird Dennis Richtarski nur ein Second Eat einführen. Das ist gar kein Problem, oder? Ah, okay. Es war ganz okay. Aber wir haben vorhin schon gesagt, alle anderen Essensexkursionen, die wir gemacht haben im Rahmen dieser Sendung, einmal ranken würde, dann wäre eigentlich Eppendorfer Grillstation auf dem letzten Platz. Und da bin ich mir ziemlich sicher, selbst wo ich mich nicht erinnern kann, wo wir sonst noch waren. Ah, das ist aber hart. Nee, aber eben warst du noch. Na, ich habe gesagt, die Pommes sind gut gewesen. Mein Schnitzel war auch ganz unten. Okay. Also ich muss was war denn schlechter? Ha? Ich warte. Ja? Gute Frage. Ich glaube, für mich tatsächlich Five Guys. Was? Weil wir hatten, wisst ihr noch, wir haben super lang gewartet. Das war dann ein bisschen kalt und zermatscht schon. Und das war auch sehr entfetttriefend. Also so... Seit wann ist Essen irgendwie... Also seit wann ist der eigene Geschmack Ansichtssache? Ist doch völlig... Das ist doch völlig klar. Unglaublich, ich hab Five Guys nicht mochte. Doch, egal, nee, nein, ich sag nicht, ich mochte. Moment. Ich mochte Five Guys sehr gerne, nur Preis-Leistung war schon hoch. Ja, glaub. Aber wir reden doch nicht von Preis-Leistung, das bezahlt doch Bella. Ja, perfekt. Ja, nee, okay, geschmacklich fand ich das schon okay. Also das nein, es war auf jeden Fall ein Ticken besser noch, aber das ist nicht viel über dem jetzt, was ich gerade gegessen habe, muss ich schon sagen. Also ich habe ja zum ersten Mal Five Guys gegessen in so einer Sendung und ich fand es overrated as fuck. Aber das Problem hast du ja immer bei Sachen, die so überhyped werden, wo jeder die ganze Zeit sagt, das ist das Allergeilste, Allerbeste. Dann isst du es, dann kannst du Cyberpunk früher. Ja, das hat Cyberpunk gehabt, das hat Starfield jetzt gerade und ja, so. Das man kennt die ganzen Gerichte, wo das passiert. Ja, leckeres Essen. Ja. Aber mach. Ja, aber der Schnitzel fand ich ja nicht so gut. Die Pommes, das hab ich auch nicht gegessen. Die Pommes fand ich doch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also war schon eine gute Pommes. Aber ich habe da auch nicht das alte Fett geschmeckt. Bella, wie hat das geschmeckt, sag mal? Also mein Hähnchen war tatsächlich gut, aber ich hatte euer Fleisch, also ich fand euer Schnitzel so ein bisschen... Ja, was ihr nicht sehen könnt, ist, dass Bella gerade... zurückhalten muss. Ist ja auch so ein klassisches Imbissgericht. Genau. Und, vielleicht konnten die das gerade... Und das war, glaube ich, das Einzige in dem Laden, was nicht frittiert wurde. Ah, okay. Genau, also ich hatte nichts von dem Fett. Ja, okay. Und ich habe keine Pommes probiert.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das vorne ist. Ich meine, die Käsespritzen haben euch Spaß gemacht. Falls ihr euch erinnert. Ja, das war lecker. Das war witzig. Da will ich wieder hin. Aber es liegt ja auf dem Weg. Das will ich dir zum dritten Mal anmerken. Ich würde halt uns noch so ein kleines Eis einladen wollen. So. Keine Ahnung. Ja, das finde ich auch nett. Der Cupcake-Laden hat schon zu. Ja, so ein kleines Eis. Was sind deine Lieblingseissorte? Du magst auch Eis bestimmt. Ja, keine Ahnung. Es ist wie mit Farben. Ich kann mich da nicht entscheiden. Alle gleich gut. Finde ich aber auch wirklich schwierig. Weil Eis da jetzt so das Favorite-Eis zu wählen. Schoko-Eis mit Schoko drin und Dough ist doch wohl mega. Ja, also finde ich auch lecker. Aber das ist nicht, also kann ich nicht sagen, ist das Beste. Weil was ist denn mit Himbeer oder Stracciatella, so Klassiker-Sorten, die sind auch lecker. Schokolade ist mega. Ja. Es gibt aber auch so viele Unterschiede in Schokolade alleine. Das stimmt, ja. Also, ne? Ja, das mit stimmt. Stückchen, ohne Stückchen, nein, wie es muss cremig, so weniger cremig, muss dennoch mit deinem Dough oder No. Ja. Exakt, und das ist aber auch wie bei Pizza. So nimmst du dann die italienische Eisdielen-Eissorten, nimmst du die von Ben Jerry's aus so einem Dings mit Stücken, das ist direkt das Gleiche. Also Schokolade ist wie ein anderes Gericht, wie ich auch sage, ey, Fertigpizza, amerikanische Pizza und italienische Pizza sind drei Gerichte, auch wenn du dreimal die Margherita nimmst. Das stimmt. Ja, da bin ich bei euch. Ich hatte gehofft, dass ihr euch direkt da festlegen könnt auf eine Sorte. Hätte ja sein können, dass du sagst, nein, ich esse nur super in Gläse. Ein anderes Eis schmeckt mir nicht. Also ich gebe eine sehr lame Antwort. Ich bin großer Wassereis-Fan und da wähle ich wirklich den absolut Mega-Klassiker, das Capri. Das holt mich jedes Mal gleich ab. Ich finde das so ein geiles Eis. Also das, wenn ich mich jetzt festlegen muss, ist das zumindest unter den Wassereisen in der Kategorie ganz auf dabei. Aber bist du dann auch dabei, wenn du zum normalen Eisdiele gehst und merkst, die haben kein Capri? Ja, das ist super enttäuscht. Ich sage immer eine Kugel Erdbeer, eine Himbeer und eine Capri und dann verurteilen die mich immer. Alter, die habe ich gesungen. Oh, der geil. Wie hier in Little Italy, in Hamburg. Wow. Das klang so italienisch. Oh, Culture. Culture. Was geht ja ab? Warum hat er gesungen? Oder sie? Gute Frage. Ich will das nochmal. Ich würde es dem Chat wünschen, dass wir noch so oder? Dass wir hier noch einen schönen Live-Act haben. Ah, der wird... Oh, okay, geht direkt weiter. Sind ich direkt ruhig. Hier gibt es ganz gute Cash. Kommen wir gleich wieder ins Licht, hier ist sehr dunkel. Ich habe von dem Typ am Klavier am Flughafen und die Leute wünschen sich was und alle sagen, oh, der kann so toll Klavier spielen. Den kenne ich, ja. Ja, aber ich gucke mich mir auch ständig. Seid jetzt mal ruhig, Kultur jetzt. Kultur. Was ist denn hier los? Natürlich gerade wie bei so einer Nachtwanderung. Ja, so sieht es auch aus. Jetzt geht. Ich kenne die. Ja? Die Bar, oder? Die machen so Umsonstkonzerte nur auf Spenden und. Ah, krass. Auch vor der Elfie, ich hatte vergessen, aber ich hatte mit denen, hab auch schon mal was mitgenommen. Ein Flyer von denen. Shit. Aber jetzt hat er gesungen, war er das? Ja, das, ich glaube schon. Ja. Das haben wir noch kurz gehört im Stream wahrscheinlich. Ja, er wurde gefragt, ob Schmerzen hat. Das kam jetzt nicht so rüber. Das wäre geil. Das wäre so Simpsons-mäßig. Ja. So ein Bein auf. Ah! Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber es ist geil. Aber drüben ist mehr Licht. Drüben ist mehr Licht. Ist ultra geil. Wir müssten eigentlich den Straßen. Ja, wir müssen eigentlich sagen, sorry. Wir müssen da nicht sein. Sind wir doch hier heim. Nein, du sollst das Fahrrad umdrehen. Dennis hat Kinder, der weiß, wenn wir durchkommen. Du sollst das Fahrrad umdrehen müssen. Das ist uns allen wichtig gewesen, Dennis. Schon ein geiles Bike. Kann Licht anmachen, Bella, wenn du willst. Das ist bestimmt ein Flackerlicht. Wir kriegen alle so einen Anfall. Bitte. Ich wollte mit der anderen Hand das Handy noch in. Oh, cool. Das ist in die falsche Richtung. Das geht so, oder? Den Chat sehe ich jetzt sehr gut mit dem Licht. Dann kann dein Hinterkopf sehen, wo er hinläuft. Ja, perfekt. Nein, schon da drüben ist ein bisschen heller, das ist gut. Und wir laufen an einem tollen Waffen- und Jagdgewehre-Laden. Waffen- und Jagdgewehre. Jetzt sind wir bei GTA 6 jetzt. Mhm. Erstmal in Ammo-Laden. Ich weiß nicht, in der, wo Walle blind rumfahren kann. Wirklich? Boah, ich freue mich so auf GTA 6. Ja, Mann. Ja, nicht. Da ist er auch noch. 2030, sowas. Rocket Launcher. Das fehlt mir ein bisschen in den neuen GTAs. Kennst du das von GTA 2, dass die Waffen immer so geil synchronisiert wurden? Ja, klar. Silent Machine Gun. Das ist Hammer. Schön, das fehlt mir auch. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist das Geilste, wenn du die einsammelst. Haben wir nie GTA 2 in der Esklavina gespielt? Doch, haben wir gemacht. Mit dem Brustpech und so. Ja, erinnern. Brustpech, ey. Der Ultrabrustpech. Guck mal, wollen wir hier noch kurz essen? Wiegenhaus. Das sieht voll lecker aus. Ich mag die Farbe. Was ist das für eine Farbe? Petrol oder was? Ja. Also hier sieht es blau aus, aber in echt. Also hier sieht es richtig blau aus. Das ist kein Blau, weil keine Kamera kann diese Farbe einfangen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Grün,
Blau. Oh, was? Und Gnitschki. Das seht ihr wirklich völlig falsch. Gnitschki. Ja, Kaspi, das kann man anders. Ja. Das ist ja irre. Eigentlich ist das eine ganz andere Farbe. Das ist eine andere Farbe. Leute, denkt ihr, keine Einfang. Es ist mehr Grün. Petrol, ja. Ich bin auch für Petrol. Ja, wäre ich auch bei. Ja, mit schöner Lage. Aber schreibt mal, was ihr seht. Also sitzt ja gar nicht. Schreibt ihr mal rein, was ihr seht für eine Farbe. Welche Farbe ist das für euch? Ist das Kleid gelb oder braun? Come on. Das sieht richtig lecker aus, finde ich. Ja, ja, total. Kann man sich merken. Gehen wir weiter. Für die nächste Skillarena. Vietnamese. Hellblau und gelb. Hellblau und gelb. Ja, gelb war nicht schon. Achso. Gelb. Wie kann man so dumm sein? Mein Bruder ist auch sehr dumm. Der hat eine rote Schwäche. Ja, das liegt auch einfach nur an der Kreativität. Wollen wir ein Weinchen trinken? Ja, ich würde lieber. Ja, lass uns doch. Oder wir gehen da zum. Kriegen wir noch Eis auf dem Weg? Nee, ne? Es gibt hier kein Eisdiel. Wir sind gerade aneinander vorbei. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die nicht gesehen hast. Ich hab die nicht gesehen. Wir sind drei Eisdielen gerade vorbeigelaufen. Wirklich? Ja. Warum sagst du nichts? Weil ich dich nicht festnageln will, dass du uns ein Eis ausgibst. Aber ich dachte, doch, wenn du es ernst meinst, dann stehst du gleich mit einem Eis vor uns. Das ist okay. Aber stattdessen läufst du an drei Eisdielen vorbei und keiner hat ein Eis. Wo ist die Eisdiele? Lohnt sich der Weg? Also, wie weit ist es weg? Also wir haben in 5 Minuten Gäste im Green. Ich meine, ihr habt heute Gäste da, wir sollten nicht viel zu spät kommen. Ja, stimmt. Ach, du meinst, wir sollten ihnen Eis mitbringen? Auch das, ja. Aber ich glaube, wir sind ja bis noch 20 Minuten bis 8. Ja, das, wir, ja. sollten erst wie lange gehen wir noch? Also machen wir nur noch durch. 10 Minuten auf jeden Fall. Timo. Ja, 10 Minuten noch, dann können wir. Shit, ich hab's nicht gesehen. Will ich nicht. Will ich dumm. Jeder dritte Laden hier. Das war die Eisstraße. Die Hamburgs Eisstraße. Ich hab's aber auch nicht gesehen. Die Kinder hassen diesen Stick, wenn du sagst, so, also Entschuldigung, also du, ich hab die Eisdiele da jetzt eben verpasst, ich kann nicht gerade Eis trinken. Entschuldigung, wo waren drei Eisdiele? Entschuldigung bitte, Magnus. Ich weiß nicht, wo das Eis ist. Wirklich. Ach, Mann, ey. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Freunde, ich hätte es gerne ausgegeben. Oh, hier habe ich mal in dem Park mit Gino Sport gemacht und am Ende gekotzt. Echt? Ja, Gino hat dich zum Kotzen gebracht? Ja, weil das so heftig war, dass mein Magen, also ich war auch ein bisschen blöd, ich hatte da vorne einen Kaffee getrunken, ich glaube, das macht man nicht bei so Sport. Hier war der Park? Ja. Achtung. Oder da? Wo war das? Hier links. Ja. Achtung, Stange. Ach, Stange. Da war ich nämlich auch, das hieß... Ach, da hast du auch Sport gemacht? Ja, da, wie hieß das noch gleich, was er gemacht hat? Das ewig ja. Halt. Nein, es hat einen Namen. Er hatte extra so Musik am Ablauf und das war so gebrandet. Das war so gebrandete Musik. Was mit ihr habt Aerobic vielleicht gemacht. Ja, aber... wie ist das nochmal? Musik haben wir nichts. Gymnastik. Warrior. Ach so. Tough Mala. Outside Fucker. Keine Ahnung. Body Combat. Violent Dance. Boah, nicht schlecht. Violent Dance. Keine Ahnung. Violent Dance. Also auf jeden Fall waren da ganz viele Leute. Track to the Max. Weil Gino ist ja eigentlich nur berühmt, weil er wollte ja Rock Beans Fit machen früher. Gunnar hat den in die Firma gebracht. Ja, selten jemand so glücklich scheitert. Ja, wirklich. Was? Eddie sofort Fettleber bekommen. Ja. Direkt dann ins Gegenteil abgerichtet. Alle, die ihm aus dem Weg gegangen sind. Ja, Gino. Wurde voll das teure Equipment gekauft. Yo. Lass mich raten. Nirgendwo zu finden, oder? Natürlich. Teuren Stretch-Dinger. Gelagert wurden und nach 2 Tagen Sonneneinstrahlung diese super tollen Stretchbänder alle zerbröseln. Oh, die dürfen nicht in der Sonne. Das habe ich vergessen. Wir haben was angeschafft. Wir haben die Runbells und so. Ja, ein halbes Fitnessstudio. Ja, stimmt. Oh, und Simon hat RBTV geradet. Simon! Simon, alte Zange! Danke! Ey, danke schön für den Raid, ey! Liebe geht raus! Mon-Zuschauer! Vielleicht könnt ihr mal einen Shoutout geben an Simon Kretschmer. Mon Official. Yo! Was ist das, ein Shoutout? Dann kannst du quasi, wenn du einen Raid bekommst, kannst du in deinem Stream nochmal den Stream, von dem der Raid kam, erwähnen und deine Leute bitten, da ein Follow dazu lassen. Also es ist nur so eine Notification. Ja, die ist aber... Link gepostet im Chat. Aber, der ist ganz oben prominent. Ja, also sieht einfach geil aus. Und die Person, die geradet hat, kriegt auch eine Nachricht, dass du das gemacht hast. Ah, schön. Ja. Also wie so ein Held-Nettigkeit. Dragon Lear schreibt, ist schon raus, bin ja flink. Geil. Bin ja flink. Ja. Dragon Lear ist eh der Beste. Oder? Ja. Die Wiener Connection. Flott. Ja. Wiener? Ja, ist ein Wiener. Ja, ist ein Wiener. Ist ein Wienerle. 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 Haben wir auch einen Frankfurter, haben wir auch. Ja, haben wir alle da. Ein Deutschländer? Ja. Ein Deutschländer. Viele Würstchen am Start. Ach, du meinst Dragonflink, ja. Wienerle. Ja. Wir überqueren die Straße. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich,
ich finde es jetzt nicht schlecht, dass wir noch kurz zu Fuß gehen. Ja, ne? Das hat Dino witzigerweise heute gepostet, dass man nach dem Essen mal gehen soll. Ich habe das nicht verstanden, nee, aber jetzt gerade. Ey, wenn ihr müde seid, schlafen. Oder noch mehr, verrückt, wenn es regnet, Regenschirm. Nee, davon halte ich nichts. Das ist wirklich nur was irgendwie für Spinner. Was ich verpasst bei diesen Social Media, ist unglaublich manchmal. Ich kann wirklich auch mal nass werden. Nee, jetzt mal ehrliche Meinung zu Regenschirmen. Ja, bitte. Habt ihr sowas? Ich wollte mal einen klauen. Oh, ja, das ist cool. Bei Thomas im Laden wollte ich einen klauen. Aber sorry, haben nein. Wir... Nein. Nein. Was, nein. Was drin, was kaputt geht? Nein. Okay. Das ist einfach geknackt. Yes. Oh. Nein. Deo. Ah, das ist das Geschmack schwarz. Ja, ja. Geschmack? Deo mit Geschmack. Ja. Lecker. Hopp. Und du hast ihn aber nicht geklaut. Nee, weil also, die haben mich dann erwischt. Oh, ach so. Der Clown war nicht erfolgreich. Der Schirm war so groß vom Boden. Ich wollte damit einfach so die Tür raus und dann, Moment, der bleibt aber hier. Ach was. Ich habe mal dabei, da dachtest du kannst so einen riesigen Holzdrachen klauen. Ja. Und dann bist du sicher, dass du im Security vorbeikommst? Ja, klar. Nein. Wie groß war der? Weiß ich nicht. Groß. Muss ich mit beiden Armen doll tragen. Nee, du musst ihn ja nur so tragen, als wäre es dein Holzdrache. Ja, und er war auch mein Holzdrache für den Moment. Muss man nur authentisch verkörpern. Ich glaube, Molotow war das. Naja. Ach. Ja, was ist nice. Ja, das ist nice, ja. Hätte es geklappt, hätte ich auch. Ja, ist ein kontroverses Thema. Hättest du den Regenschirm gebraucht, um den Drachen zu verstecken? Ist doch nirgendwo. Ich meine, guck dir mal die chinesischen Restaurants an, die Einrichtung da drin. Wie krass die ist. Aber das wird unter dem Radar gehalten. Nur Chinesen dürfen da einkaufen, glaube ich. Weil hast du schon mal einen Laden gesehen, wo man so richtig geile chinesische Restauranteinrichtung, diese Holzpaneele, ich glaub, sind diese wir einfach geilen Stumpfen, die da mit so einem Drachenkopf. Und alles, ja. Weißt du, und diese Lampen. Du meinst, aber hier Buchhandlung. Wo kriegen die das her? Buchhandlung Patschulke, die haben das doch. Die Buchhandlung. Buchhandlung Patschulke, ja. Nee, im Ernst, wie cool wäre das? Es gibt ja auf dem Kiez einen Laden, wie heißt denn der nochmal? Ja, aber dann würdest du dich zu Hause einfach komplett so einrichten, oder was? Ja, also zumindest, also ist wahrscheinlich schweineteuer, aber ja, das sieht mega aus. In so einem richtig geil. Geilen chinesischen Restaurant, wo alles holzvertäfelt ist mit ganz vielen kleinen Ornamenten und Drachenköpfen und so, ist mega cool. Ey, gut. Holz und so erzählst. Ja, Holz. Ich habe einen neuen YouTube-Channel gefunden. Ich liebe das. So geheimnisvolle Möbelstücke. Also Möbelstücke und ganz viel. Ah nein, das ist dein Stuhl. Nein, wirklich. So Möbelstücke, die so ganz aufwendig gestaltet sind. Und die haben auch so ganz viele geheime Knöpfe. Und dann gehen so Fächer auf und so. Ach so, und das ist mega geil. Ja. Und auch dann geht es weiter, wenn du in dem Loophole drin bist. Dann bist du ganz schnell bei Anbietern, die dir so geheime Räume bauen in deinem Haus. Ey, so. Total. Und ey, das ist nicht lange, du baust dir einen Epoxidtisch. So nämlich. Hey, das ist schon ganz geil. Also es gibt so Treppen, die einfach auf dem Boden, also es wird, als würden wir gehen und als Cut auf Knopf drücken, das ist eine Treppe, die in den Boden geht. Oh, das ist cool. Ja, sowas ist cool. Das will ich stimmt, auch. Stimmt, du hast aber das war nur ich hab sowas. Ja. Ich hab sowas. Ey, Krogi, weißt du jetzt, wo wir sind? Da hinten habe ich den Penis gefunden. Welche letzte Chance, Dominos Pizza? Hier gibt's da Eis? Ja. Da gibt's diese kleinen... Ja, stimmt. Da bringen wir ein Eis hin. Oder? Überteuerten... Die sind echt teuer. Da sind jetzt zwar knapp dran, aber wenn ihr eins Eis wird ja nicht so lange brauchen, im Backofen, oder? Oder wir lassen uns wieder Käsespritzen aushändigen, geben die aber nur dem Gegnerteam, damit die gedebufft sind. Oh! Weil das float ein ja ein bisschen. Aber die werden das nicht nehmen. Die werden das. Meinst du? Nee. Ja, die lassen ich glaube, da kannst so. Du auch für eingesperrt werden. Das musst du selber mit deiner eigenen Verantwortung hast. Und du kannst nicht anderen Leuten einfach eine Käsespritze andrehen. Nee, stimmt. Für einfach Leuten Spritzen andrehen ist immer schwierig. Ich kaufe uns jetzt noch ein Eis, okay? Chat? Ich kaufe uns jetzt allen Eis. Ja, also wenn ich hätte schon gerne Käsespritze. Da brauchst du jetzt schon eigentlich 6 Eis. Ja, bringen wir 7. Brauchen wir 7 Eis? 7 Eisens. Ja, das ist der Plural. Du bist doch so ein Eisprinzessin-Fan. Ja. Dann mach doch mal was für die Marke. Ich kann einen Song performen. Ja, kannst du wirklich? Ja. Okay, Dennis Richtarski. Jetzt so einen Schneemann bauen. Ich sag's nur einmal, wir haben noch 10 Minuten, dann geht die Hauptshow los. Wir können gern Eis holen, dann haben wir halt, wir können auch später anfangen. Dann machen wir halt länger. Nee. Aber bitte? Ich hab grad performt. Ja, Entschuldigung. Ich hab das gehört. Ich hab's auch gehört. Nochmal deine Story, ich war gerade im Producing-Modus. Nein, es ist ein einmaliges Ding. Das ist wie diese Dingsbums, diese Penispflanze, die nur einmal blüht und dann ist vorbei. Penis, was? Die musst du mir schicken, mal später.
Schick mir die mal. Aber bist du sicher, dass die Eis haben? Ja, die hat haben nicht so einen Brownie, halt, der schmilzt? Ja, die haben Ben & Jerry's. Hat doch jeder Pizza. Ben & Jerry's ist voll teuer. Ja, ach was? Das hat sie 5 Euro für. Ich kaufe doch keinen Ben & Jerry's jetzt für 7 Leute. Ja, würde ich auch nicht an... Aber kannst du aber fragen? Nee. Nee, nee, sorry. Da ist ein Bild. Nächste Folge machen wir eh dann erst im Winter und dann wird eine Eisfolge. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Neue Sendung. Kein Eis für die Boys. Pass auf, Bella, hier sind Dinger. Ja. Wissen Sie noch? Und dann komme ich so als Intro. Wissen Sie noch? Ich bin sehr reich. Mein Opa war ThyssenKrupp. Ich bin Millionär. Ja. 186 Millionen. Aber man ist nicht reich, indem man Geist für andere Leute ausgibt. So, nämlich. 186 Millionen Erbe. Aber was haltet ihr von nächste Woche eine reine Eisfolge? Wollt ihr kurz mal hier stehen bleiben? Dann lassen wir kurz die Leute vor. Und dann, ja. Nächste Ausgabe, reine Eisfolge, dass wir quasi versuchen, uns davon Socks zu essen. Auf dem Deutschlandschiff, auf dem Traumschiff. Eisbombe. Eisbombe. Eisbomben auf dem Traumschiff. Pre-Show. Also wünscht dir, dass Harald Schmidt dir mit so einem, mit den Wunderkerzen der Torte, Harald das Schmidt alles so vorbei ist bringt. Kapitän, ne? Ja, oder war. Ich bin da nicht mehr so drin. Ich will eigentlich nur vom Schiff bedient werden, gar nicht von Menschen. Das ist das Traumschiff. Das muss doch gehen. Harald Schmidt ist Kapitän, ja. Ja, oder irgendwie sowas. Ich bin da nicht mehr so drin in der Bubble. Warst du mal in der Traumschiff-Bubble? Total. Ich war der Die Hard-Fan. Ich habe immer an den Anlegern gewartet. Dann, oh Gott, geil. Applaudiert, wenn gut angelegt wurde. Warst du auch bei den Hamburger Cruise Days? Sauber angelegt. Warst du bei den Cruise Days? Ja, klar. Du, dich sehe ich da auch ein bisschen, sag ich ganz ehrlich. Ja, natürlich. Ich feuer die immer an. Immer wenn Aida Perla, Nummer 5. Die hat folgendes Features. Kennen sie alle, ja. Und wenn der Dampfer richtig so einen abdampft, dann geht alles in mir kaputt. Ja, ab. Geht alles in mir kaputt. Sag ich jetzt. Weil ich da drüben auf der anderen Straße lachen auch schon. Dann ist das Bordell ist weg hier übrigens, ne? Ja, echt? Ja, hier war ein Bordell? Ja, sehr ja, lange. Bei unserer Firma? Ja, mit einer mega, mega, wie nennt man das? Auswahl. Ja. Homepage. Mega Auswahl. Ja, mega Homepage, ja. Tolle Homepage. Aber du musstest schon, also konntest nur Zimmer mieten, wenn ich ja, du konntest Zimmer mieten, aber in verschiedenen Settings. Genau. Und die gibt es nicht mehr. Das ist mal, also. Ah, gab es denn da auch so Raumschiff und sowas? Nee, das war Space bei Rocket Beans. Achso, das war das. Das war Space. Also, da haben sie probiert zum... Alter, Flugzeug. Ja, was machst du jetzt nach Feierabend? Ja, das ist halt das Problem. Viele Leute sind halt wirklich rastlos. Käsespritzen. Hier, das war mal das. Ach, krass. Ja, da will ich jetzt auch gerne wohnen. Wo früher im Stundentakt gepimpert wurde. Wieso? Kernsanierung? Kein Problem. Ja, Kernsaniert, easy. Nee. Wohnungsmarkt ist... Oh, guck mal. Alter, Eis die Motto, Eis! Der guckt doch unsere Sendung. Mega, mega, Eis für alle. Der guckt doch unsere Sendung. Das ist ja fantastisch. Hoffentlich kann man mit Karte zahlen, das ist die Frage. Ja. Ich muss das fragen. Ich glaube, jetzt ist auch schon... Oh, ist er noch auf? Hallo. Wir haben gar kein Eis. Geil, hier gibt es wirklich eine Eis. Ey, kurze Frage, geht EC-Karte bei dir? Nee? Hast du ein bisschen Bargeld, Dennis? Ja. Hast du mir einen Leinkens? Ja. Ja, dann sind wir dabei. Eis hast du aber noch. Ja. Ey, wir machen gerade einen Livestream, kaufen jetzt aber Eis. Hast du ein Problem damit, wenn wir dich zeigen? Geht das? Ja. Können wir dich im Stream zeigen? Wir machen gerade einen Stream, wie wir Eis kaufen. Sag bei dir. Und filmen, sagst du. Wir filmen dich. Können wir dich filmen? Filmen mit Kamera? Können wir dich filmen, wie wir das Eis kaufen? Nee. Nee? Okay, dann kein Problem. Dann holen wir das Eis so. Dann bist du nicht drauf. Kein Problem. Siehst du, gefragt, wollte nicht? Gut. Easy. Genau. Okay. Ich aber Werbung für Eis Livotto machen wir trotzdem. Einmal Schokolade. So, nächste Person. Ja. Schokolade, aber wie viel mehr tragen. Was nimmst du? Du nimmst deine Schokolade. Also. Dann nochmal Schokolade, bitte. Ja, doch, kein Problem. Ach, kein Problem. Ach, jetzt kein Problem. Ja, dann komm her. Dann sagen wir mal Hallo. Okay. Hallo. Dann nochmal Schokolade, bitte. Nochmal Schokolade. Ja. Florentin Raid. Mega, jetzt zum Eis kaufen. Ey Leute, ich habe extra Eiswagen bestellt. Ja. Mal gucken, jetzt noch Eis. So, ihr seid dran. Aber was jetzt mit Game 2? Ja, hier. Ist so dunkel. Hier, oben. Ja? Oben. Ja, ja. Denk an die Klassiker, ich glaube es ja. Zitrone, Bubblegum. Ja. Du hast dich über das Schnitzel beschwert? Bubblegum, der ist wieder am Start. Natürlich. Was mit unseren drei Gästen? Wie bringen wir den jetzt Sorten mit? Im Becher. Okay, ja. Und ich nehme eine Zitrone. Ja, stimmt, ist eigentlich nicht. Ist eigentlich egal, wie essen schmeckt. Bring den mit. Das ja, also kommt ja später. Du musst auslegen, ja? Im Prag kann man nichts falsch machen. Ja, okay, dann bringen wir den einfach. Ich weiß, dass eine Person eine Allergie hat, aber das steht hier eh nicht drauf. Dann nehmen wir drei Vanille im Becher. Fertig.
Besser als nicht. Ach, du trägst immer noch meine Cola? Na klar. Seit 3 Kilometern. Du hast ja ein Fahrrad zu tragen. Ja, danke. Und dann noch einmal dreimal Vanille im Becher. Einzeln, ja. Okay. Bubblegum größer Schokolade. Ohne Witz, Chat, wie geil ist denn das hier überhaupt gelaufen? Ja. Dass wir die ganze Zeit über Eis reden und jetzt steht hier unsere Rettung, das der liebe Herr mit seinem Eiswagen. Das ist ja wirklich ganz fantastisch. Ich glaube, so viel Glück hatte ich selten im Leben. Habt ihr erwartet, dass Bubblegum blau ist? Irgendwie ja, absolut. Echt? Ist das nicht pink normalerweise? Crazy, so Sorten sind immer blau. Ja, die sind pink. Dankeschön. Ja, was denn? 1, 2, 3, 4, 7, 10 Euro für dich. Ja, wirklich eine Rettung. Ja, es gibt einen aus. Jetzt müssen wir gucken, dass er aber klein hat. Ich habe nämlich nicht kleiner. Geht das? Ja, klar. Warte, ich habe noch 50. Bubblegum Schlumpfeis. Ja, das habe ich auch gedacht. Okay, das ist 5 Euro gleich per PayPal. Okay. So, ja, okay. Also, ja, super gut. Danke. Danke. Ja, danke auch. Ja. Einmal Schoko. Mille grazie. Schoko. Hier, was war das nochmal? Joghurt? Azzurro. Ja. Ich muss hier noch so einen Becher mitnehmen, bitte. Danke. Ich habe leider keine Hand mehr. Dennis muss aus dem Becher mitnehmen. Walle muss nehmen, weil dann fahren wir Torwart. Ach ja, stimmt. Ja, dann nehme ich noch einen. Dann kannst du noch einen. Ja? Dankeschön. Nee, ich kann noch einen. Ja. Egal. Tata. Oh, ist das lecker. Oh, danke. Felicitas. Nein. Ich war in Italien, ich habe nur gutes Eis gegessen. Das auch. Oh, stimmt, gut. Du warst ja im Urlaub, ne? Mhm. Nur wegen dem Eis warst du da? Eis und Pizza und. Oh. Und der Sonne. Schön. War's gut. Erholsam. Eis war tatsächlich unglaublich. Kannst du mit keinem Eis in Deutschland sprechen? Alter, jetzt ist es weiter. Kann ihm jemand bitte die Cola? Zucker-Junkie, dann ist das wie. Kann er noch gehen oder ist er zu gestärkt vom ganzen Zuckerkonsum? Du meinst es nicht. Stark. Wirklich. Ey, die schmeckt Bubblegum. So wie das Spiel vom Bonbon. Mmh, lecker. Das ist geil. Der aber ohne Verpackung. Mhm. Okay. Mega. Geil. Ich sehe euch gar nicht mehr, scheiße. Beste Eis. Ihr müsst laut schmatzen und essen, sonst weiß man nicht, dass ihr da seid. Er schmeckt voll geil. Er schmeckt wirklich Hammer. Er ist wirklich jetzt, ja. Wie hat er das gemacht aus seinem Auto? Wie alt ist das Eis? Er schmeckt Hammer. Du, ich glaube aber, das war ein Schicksal einfach. Mhm. Wir brauchten das Eis und der Typ. Das kann kein Zufall sein. Das kann Melle, hast du ja gesehen. Eben. Ja. Ich bin gespannt, ob du wieder vorbeigelaufen wärst. Ich sag, der hat ins Spiel geguckt und wusste, dass wir Eis brauchen. Ich sag, Bella ist eine gute Producerin. Ich fahre dahin. Ob dem bestellt. Die Stimmung kippt. Ich bestell eben den Eisli-Botto. Die kommen schnell. Eisli-Botto. Oder gesagt, jetzt lauft ihr doch. Ich wusste, er ist immer da. Er ist ja abends oft hier, ne? Tatsächlich. Ja? Ja. Ah, okay. Abends auch noch. Mhm. Also den Sound hört man, wenn man Überstunden macht, hört man ab und zu diesem Ding, Ding, Ding. Das habe ich auch schon mal gehört. Wisst ihr, was witzig ist? Ich habe sowohl das hier Bubblegum und Schokolade an meinem Eis auch mit dran noch. Ja. Ein bisschen probieren. Ich habe auch was Braunes lecker dran. Ich weiß nicht, was das ist. Kacke. Ja. Ganz klar. Schokolade schon geil. Ich finde es sehr nett, dass die anderen jetzt auch Eis kriegen. Aber ist gut für die Stimmung. Mhm. Aber wenn man so anfängt, habe ich halt gedacht, wo hörst du auf? Jetzt hat die Regie nichts von uns bekommen. Ja, das geht nicht. Das ist immer schwierig. Lass uns da reinpinkeln. Damit die auch nichts Geiles bekommen, damit niemand was Neues bekommt. Ich kann das nachvollziehen, wie du denkst. Tatsächlich. Ja, sorry, bin ich der Einzige, das Konzept der Sendung kennt. Oh. Perfekt, jetzt haben wir Licht. Das Auto hinter uns. Das ist sehr gut. Mhm. Lass uns so lange auf der Straße hier, bis er hupt. Ja, bin ich auch. Wir brauchen das Licht. Habt ihr zumindest beleuchtete Beinchen? Okay, keiner trotzig. Nee, fühl nicht. Schöner Gang. Mhm. Gut, dass wir das Eis noch nicht früher hatten, weil es ist sehr still geworden seitdem. Mhm, stimmt. Ja, aber es ist gut. Alle konzentriert am Schlecken. So. Das braucht ja auch, es hat auch alles System und so. Das willkommen zu Hause. Viel Nachdenken bei. So, wir sind da, Leute. Hier Rocket Beans Hauptzentrale. Mhm. Ich würde sagen, guck mal kurz. Ja. Was kann mein Handy nicht raus und ich weiß nicht, ob ich. Ach so. Soll ich mal kurz übernehmen? Also aber du hast nur auch schon zwei Eis. Ja, das passt. Ich halte mal kurz diese Kamera. Mhm. Und ich schau mal kurz, ob wir jetzt ausmachen direkt. Mhm. Wo noch ein bisschen klabern sollen. Ja, genau. Das kannst du hier mal kurz abchecken. Was machen die da? Ach so, die stellen ihr Fahrrad ab. Sinnvoll. Hier, das sind die Gäste-Eise. Ah, nee, eins davon. Das ist mittlerweile auch schon so halb suppig. Oh Gott. Aber ja, auch besser das Trinken als gar nichts haben, würde ich sagen. Mm. So, Ed Paul heißt der Herr. Aber wir sind 59. Krass. Ja, hoch jetzt. Oh, wir sind ja pünktlich. Wow. Schaden.
Ja, warte mal, wir hängen noch an der Strippe. Ich wollte mal kurz fragen, ob wir einfach abmoderieren können oder sollen wir das mit reinnehmen? Wir fragen direkt. Ja, ja. Seid ihr auch wieder da? Ja. Jetzt kann ich so, jetzt mache ich die Tür nicht mal auf. Ja. Nee, jetzt sieht man. 10.000. Hab, ach, zu spät. Schon. Ja, aber sieht man nicht, weil es schwarz ist. Nee, Bagatell. Bagatell. Also, ich dachte gerade, jetzt sind schon 10.001. Ich lasse euch mal rein, weil Dennis schon gleich noch und der kommt nicht rein, deswegen warte ich noch. Da kommt den. Dennis. Also kommt gerne schon mal mit der Kamera rein. Ich komme sofort nach. Dann stellst du die Tür? Ja, ja, genau. Ich packe 5, aber wir sind noch nicht stark, wir haben noch nicht. Ja, Hammer. Ja, ist Fuß gegangen, komm rein. Mega schön. Mhm. Na? Zurückfilmen dann S. Moin! Willst du den, hast du Lust, den Stream mit hochzunehmen? Dann bleib hier oder ich geh mit hoch. Hast recht, ich muss ja gerne tun. Du hast recht. Gute Waffe auch. Eis, die Worte hat alles gut. Could you open the door, please? So weit bin ich noch nicht. Eine Sekundenregel. Ja, Vanille. Das ist der Lieb. Vielen Dank. Ja, hallo. Willkommen in der Pre-Show. Ja, Vanille. Hallo. Vanille. Hallo. Hier, John, nimm doch schon mal. Ja, ist top. Du machst doch Vanille. Ja, ist top. Lass ihm die Hände waschen, dann nehme ich das also. Das sind eigentlich keine Kommen. Ah ja. Das ist ja eine richtig gute Quali. Ja, schmeckt. Ja. Und als es so schwarz war, hat man gar nichts gesehen, ne? Nee, ist nur nicht gut. Ein bisschen Fahrrad von meiner Arme. Wie war das Essen? Da sind sie alle. Das ist geil. Imbisslik. Im Büschel. Sehr gut. Habt ihr schon Angst? Ihr könnt jetzt ja auch nochmal eure. Vor wem denn? Nee. Gefühle kundtun. Du kannst auch gerne vor die Kamera. Darf ich das anhören? Ja, dann musst du es doch halten. Ich bin mal positiv überrascht, dass wir ein Eis kriegen. Und ihr habt jetzt keine Angst, dass da jemand reingepinkelt hat oder das vergiftet wurde oder. Reingepinkelt? Das dritte. Ja. Nee, im Nasty ist er so nicht. Und so machen sie euch mürbe. Ich meinte gerade, kannst du dir eine Pause abgeben? Gut. Ganz Leute, die Stimmung kickt richtig hart rein. Gerade alle haben ultra Bock und freuen sich auf das Main Event des heutigen Abends. Das heißt mal wieder Skill Arena Deluxe, besonders Kuro, der hier nicht mit leeren Händen steht, sondern mit prall gefüllten Entertainment-Batzen. Der hat richtig Bock und deswegen sage ich jetzt eine kurze Pause und dann sehen wir uns wahrscheinlich innerhalb von 0,1 Sekunden auf dieser Kamera hier oben wieder. Seid gespannt. Bis gleich. Oder welche? Wieder. Dieter, seid gespannt.